Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ein trübseliger Dienstag. Das soll uns aber nicht stören, weil wir sind mal wieder im Garten als Winzlinge unterwegs. Ja gut, welches Wetter dort ist, wissen wir noch nicht, weil es ist gerade Nacht. Und ja, die... Da hampelt was und da steht was. Ja, wir sind wieder vollzählig und dann schauen wir mal, was wir heute so alles anstellen. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen, erlaube ich mir zu wünschen. Ja, von mir auch alles Gute. Schön, dass ihr wieder da seid. So, nicht wundern, der Tautropfen da scheint verpackt zu sein. Zumindest lässt er sich von mir nicht schlüpfen. Tautropfen ist verpackt, okay. Also ich habe ihn gerade leer gesoffen. Na super. Das verheißt sehr tolle Dinge heute. Extra für dich. Bin ich überhaupt da? Nö, du tust nur so, als ob. Ja, ne? Ja, das letzte Mal haben wir, glaube ich, diesen Weitwurf geübt. versucht das mit dem Baseball hinzukriegen, zwischen 1.000.000. Mal rein- und rausfliegen. Wir hoffen, dass es heute besser ist. Unser Host hat eine neue Festplatte, vielleicht lag es ja doch dort an. ja, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Ja. Und ich höre mich immer noch doppelt, es tut mir leid, wir finden den Fehler nicht bei irgendeinem. Ist immer eine Rückkopplung. Wie gesagt, wir finden den Fehler nicht. Mit den Einstellungen und ja. Müsst ihr leider kurz damit leben. Ich hoffe, es ist erträglich. Das sind die Tücken, wenn man Multiplay macht, dann kann auch das mit dem Ton hin und wieder etwas schief gehen. Ach ja, und wir hatten hier angefangen, die ganzen Wanddinger zu bauen, ne? Für mich hört sich so an, als wäre immer irgendjemand am Schublade auf und zu machen. Nee, aber da ist irgendwo ein Viech am Krabbeln. Ja, genau. Ich sehe da, wie sich die Blätter bewegen. Wolfspinne! Am Haus schon wieder? Ja. Ich bin vergiftet. Helf mir bitte. Zählen da, wo das Wasser ist. Entschuldigung, aber ich habe mich wirklich erschreckt, als ich mich in den Ecken gesehen habe. Ich hatte keine Ausnahme, aber ich muss ihn wieder schon erledigt. Schon erledigt, ich bin auch vergiftet. Ich bin ein bisschen fußkrank, bis ich komme, ich dir echt vorbei. Muss auch gerade. Ja, geschafft. Vergiftung überlebt. Sein auf einen Schlag mindestens der halbe Nebenbalken weggemacht. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man keinen Schild zum Blocken hat. Zählt, du warst doch selber vergiftet, also mega nett. Ja, aber guck mal, ich habe noch 3/4 meines Lebensbalkens. Ja. Schon eine Brühe. Braucht noch jemand von diesen Faserverbänden? Ich habe noch satt dabei. Nee, ich hab noch. Das heißt, du kannst mir ein paar geben. Ich habe nur 2, aber ich kann auch welche machen. Aber wenn du schon welche übrig hast. Danke. Irgendwas stöhnt hier. Bestimmt irgendwo in der Nähe eine Biene. Ich höre was stöhnen. Wir verfliegen hier uns gerade sehr. Was macht die Biene? Die hat sich anders überlegt, geht immer zurück. Die hat ihren Zeug vergessen, kennt man, ne? Die hat den Autoschlüssel vergessen. Was? Die hat den Autoschlüssel vergessen? So, beim letzten Mal hatte ich noch was erwähnt, beziehungsweise das hatten wir, glaube ich, schon im Stream vorher gesagt, dass wir noch ein bisschen die Rüstungsgegenstände aufbessern müssen. Oder eher mal farmen müssen.
Wir müssen auch noch Sachen fertig bauen. Also wir müssen noch viel farmen, also. Ja, ich dachte nur wegen der Rüstung. Das ist halt, ne? Falls irgend so ein Vieh wieder dumm macht. Ja, meine Hose ist schon fast wieder kaputt. Die Buchse. Und ihr wollt nicht, dass ich ohne Hose dastehe. Ich kenne euch doch. Frag mal den Chat, was der dazu sagte. Der Chat ist noch nicht da. Ach ja, der Chat ist auch noch in den Chat. Der Chat schläft noch. Wir brauchen ja noch so ein Kochdingsbums für das Ding, das wir da am Bauen sind. Genau, eine Kochdrüse. Und ja, wie gesagt, zum Reparieren. Ich müsste in erster Linie meinen Poncho reparieren, der Rest geht tatsächlich noch. Müssen wir wieder in den Sandkasten. Bei mir ist es hauptsächlich die Hose, die fast kaputt ist, aber es geht noch. Jetzt aber müssen wir halt wieder in den Sandkasten. Ja. So. Jetzt würde ich sagen. Ach, kann man nicht stacken, okay. Ich bin soweit ausgeräumt. Ich noch nicht. Level 3 ist da nicht. Brand hat so direkt neben mir gestanden, war ein bisschen erschrocken gerade. Entschuldigung, bin ich so hässlich? Nee, aber. Aber fast in deinen Avatar reingucken können, so. Frechheit. Da hat die Hose auch nichts mehr genutzt. Wo macht Gib dir gleich eins mit meinem Schild, oh. Warte mal. Vielleicht die Schläge auf den Hinterkopf und so. Also es ist gut, dass man hinter die Augäpfel gucken kann. Ja, okay, okay. Hast schon recht. Achso, warte mal. Ich hab schon wieder vergessen. Verzeih dir. Brauche ich noch mal was zu trinken. So, ich habe meinen Poncho um eine Stufe erhöht. Von 20 auf 25.000 Quatsch. 25% Verteidigung und Haltbarkeit. Krieg ich das auch mit der Mütze? Stelle ich mich heute irgendwie noch blöd dran oder was? Ich kann die aus der Spinn. Aus dem Spinnrad konnte ich jetzt kein einzelnes von diesen Seidenseilen rausnehmen. Nee, das ist so eingestellt, dass du immer nur noch alle rausnehmen kannst. Okay. Das glaube ich, glaub ich nach dem Patch so gemacht. Ach so, gut, okay. So, meine Mütze hält auch mehr aus. Surprisingly not terrible. Irgendwie braucht man mehr Marmorscheiben, kann das sein? Ja. Könnte schon helfen. Jetzt haben wir so viel gesammelt und irgendwie haben wir doch keine. Ja, jetzt mal den Pilzbrei hier in einer anderen Kiste, in der Tierkiste, weil sonst kein Platz mehr da ist. Okay. Wenn wir ein Pilzhaus bauen wollen, vielleicht als Lager oder als Museum, dann brauchen wir noch ein paar Pilzstücke. Mhm. Und wie gesagt, die Kochdrüse, damit wir hier unseren Brennofen fertig kriegen. Ja. Ja, wollen wir dann mal runtergehen? Das Moment. Heißt, ich brauche immer noch mal was zu trinken. Ich will gerade mir nur was gönnen. Ja. Ich habe geguckt, ob ich noch was verbessern kann, aber kann ich nicht. So, jetzt kannst du noch mal. Heute wird ein sehr heißer Tag. Keine Kraut. Noch vier. Moment. Bin gleich soweit.
Dann mache ich nämlich meinen Speer auch noch einen Tick besser. Mein Liebling. Dann bin ich erstmal fürs Erste ein bisschen verbessert. Ich trinke jetzt einen Schluck aus der Flasche. So. Sehr schön. Wo kommen jetzt die restlichen Steine rein? Da. Ja, ja, bis Frauen mal so fertig sind. Sag nichts Falsches. Ich stehe hinter dir und kann dir den Speer wo reinpieksen. Ich habe jetzt elegant euch beide beleidigt. Ihr habt es nicht mal gemerkt. Sehe, sag nichts Falsches. Wie gesagt, dich habe ich geärgert, weil du zu spät gekommen bist. Und Zellen habe ich geärgert, weil ich hier gerade die Weiblichkeit abgesprochen habe, weil sie nämlich schon fertig ist. Ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Also die eine Tarantel, ich sag mal Tarantel, Mensch. Die eine Wolfsspinne, die ihr jetzt getötet habt, das ist nicht die, die hier unten wohnt, weil... Nee, die ist noch da, ja. Die haben wir das letzte Mal getötet. Die hatten wir das letzte Mal getötet. Die schnarcht gerade. Ja, die respawnen manchmal auch. Die respawnen halt auch, nur halt nicht so schnell wie kleine Tiere. Okay, so jetzt müssen wir aber erstmal hinten gucken, ob wir noch zwischen mal... den Steinen hat auch immer eine Spinne geschlafen. Oh. Ob wir noch einen Bombardierkäfer finden. Und dann haben wir hinten am wo der Grillplatz ist, dann schlafen gleich zwei Spinnen. Also es Wolfsspinnen gibt es hier mehrere. Es ist nicht so, dass nur und so, falls dir langweilig ist. Das hat euch der Makler vorher nicht erzählt, oder wie? Nee. Aber das ist ja immer so. Das ist ja immer so. Wenn du hörst, Grundstücke in bester Lage. Und du hast das Gefühl, das ist perfekt, dann ist irgendwas faul. Dann ist irgendwas faul, davon ist schon der Bombardierkäfer. Mal gucken, ob der jetzt endlich mal eine Kochdrüse hat. Ich erinnere mich mal gleich dran, dass ich hier die Pilze auch noch abhacke, aber erstmal machen wir uns. Oh, ein bisschen ins freie Gelände, du. Sonst hau ich wieder die Bäume, die Gräser um statt dich. Aber jetzt noch ein zweiter. Ja, den habe ich gerade erledigt. Ja, ich habe eine Kochdrüse. Vom ersten. Ich habe keine. Okay, aber eine reicht erstmal. So, jetzt hole ich hier gerade noch. Nehme ich hier gerade noch die Fliegenpilzbrocken mit. Er will sich Drogen dingsen. Genau. Ist das dann wie die kleinen Pilze oder was machst du? Nee, die geben mehr Pilzbrei. Ach so. Die sind für Baumaterial. Die kann man nicht essen. Oh, das reicht aber auch erstmal. So, jetzt wollten wir in Sandkasten, ne? Unter anderem, ja, da weil wir Rüstung reparieren müssen. Ja, dann lass uns mal Richtung. Richtung? Dran machen. Müssen wir dann nur dran denken, dass wir erst das Bett anfummeln müssen. Ja. Ach, nee, wir müssen noch. Ja, okay. Mhm. Ach ja, der Giftbereich ist ja nicht mehr da, ne? Den haben wir ja aufgelöst. Mhm. Aber wir müssen trotzdem ein bisschen mehr nach rechts. Ja, wer hat sich wieder im Netz behangen? Ach, Zellen. Miam, miam. Was für ein Netz? Spinnennetz. Du kannst keins gesehen. Guck mal, die Ameisen hoffen, wir machen den Keks für sie kaputt, damit sie uns die Beute klauen können. Achtung, Spinne. Oh, nee, die geht da hinten vorbei. Nee, nur Ameisen. Ja,
Möchtest du den Keks da mitnehmen? Weil so viel Ameisen drumherum kriegen wir nichts ab. Okay, ja, dann lass uns weiter. Da, guck, warte mal. Ich klaue dir das jetzt. Guckt euch das an. Mampf. Wenn wir dann schnell genug sind, können wir uns was klauen. Nee. Guck, wie sie gucken. Nee, unser Keks. Guck. Wir erzählen uns jetzt, dass das ihr Keks ist. Die haben zuerst gefunden. Hello, powerless Ant. Müssen nur genau zuhören. Hey, Ant. What's the news? Sind immer noch sehr, sehr nett dabei, ne? Mhm. Könnten auch anders. Sind ja mehrere. Die hat mich schon fast schon angekaut, damit sie an ihren Keks kommt. Zu schön. Wo seid ihr denn jetzt? Hinter dir. Was ich witzig finde, ich meine, Oreo ist ja anscheinend die Marke, wird ja sehr oft irgendwo verwendet, weil sie anscheinend jeder kennt. Ich finde das Zeug so eklig an den Zähnen. Ich auch. Ich esse es eigentlich auch nicht. Ich mag lieber Doppelkeks oder sowas. Die gute alte Prinzenrolle. Ja. Ah, Hilfe, meine Lieblinge. Scheiße. Hm. Jetzt will sie mich. Jawohl, dreh dich um, damit ich dich pieksen kann. Klatsch. Geschafft. Da vorne stinkert was. Hat was gepupst. Machen wir einen kleinen Bogen. Ich glaube Bienenzeug brauche ich ab und zu für meinen Speer. Okay. So, nur für den Notfall, wenn wir über eine Biene fallen. So, das eine oder andere Pelzchen von denen kann ich brauchen. Okay. Damit ich meinen Speer reparieren kann. Immer mal. Ach, falsche Richtung. Wir sind unschuldig, wir sind hinterher gelauncht. Ja, ja. Das sind Kriegerameisen, ne? Hm? Neben mir stand gerade eine Kriegerameise. Und wie die mich anguckt. Au! Ich hab dir nichts getan. Ja, Kriegerameisen greifen aber generell an. Und die roten drumherum auch. Ja, in dem Moment ja, wo man natürlich ihren Krieger angreifen, dann verteidigen die. Bin ich ja schon voll, bevor wir überhaupt das verkloppen. So, lass uns mal die Ameisen da. Ach, wir müssen mehr in diese Richtung. Scheiße. Da hinten sehe ich den Sandkasten da hinten. Okay, so hier drüber. Oh, explodierendes Zeug und Stinkekäfer. Wie die Ecke eben schon gesagt hat, noch einer. Okay. Schlagen wir einen Bogen oder wollt ihr euch mit dem prügeln? Hm. Brauchen wir nicht, oder? Ach, er ist schon da. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Entscheidung wird uns gerade abgenommen. Boah, stinkst du. So. Thema erledigt. Puh. Ich brauche mal kurz Luft. Bin gleich tot. Ist noch da? Wartet mal. Hascht. Naja, was ist denn in der Nähe? Warte. Stinkert nichts mehr gut. Oh, ich habe fast kein Leben mehr. Ja. Die letzte Gasfolge war eine Nummer zu heftig. Wie viel Faserband hast du noch? Ich hab
10 Verbände noch. Ich habe im Moment noch 29, also wenn was ist. Okay. Okay. Aber jemand fleißig, super. Ich habe immer so 10, 12 Stück. Ach, verdammt. Vorsicht, da sind noch zwei. Ja, der Stranger. Hat eine, ja, da hinten ist eine kranke Marie. Ja. Die lassen wir mal in Ruhe, glaube ich, oder? Wollte sie platten? Ich bin immer noch nicht deine. Sandswix, komm, Party! Da ist mein Helm, da ist mein Helm. Für mich sollte auch mein Helm wieder aufsetzen. Mein Hut. So, wir müssen uns auch hier ist ein Wassertropfen. Wir müssen uns jetzt, wo war denn unser Aufgang? Der war da ungefähr. So, jetzt ungefähr diese Richtung. Schon wieder irgendwas. Ja, ein Bombardierer. Ach. Perfekt. Eine Kochdrüse. Jetzt habe ich auch noch eine. Hilfe! Das ist fast wie im Urwald, wo man sich den Weg freischlagen muss. Ja. Hört sich auch teilweise an wie im Urwald. Mit den ganzen Geräuschen. Meine Treppe steht noch. Ich erwarte irgendwie immer, dass er angekaut wurde. Ja, ich glaube, hier so die normalen Treppen, die werden nicht so angekaut. Wenn dann nur unsere Basis. So. Ja, jetzt erstmal außenrum zum Lager. Genau. Wir müssen das Bett anfummeln. Ich fummel gerne mit euch das Bett an. Ich auch. Hallo, du hast es selber gesagt, da kann ich nichts zu. Marcel will einen kleinen Wettlauf machen. Pack dich, ich pack dich. Guck mal, das ist eine Biene. Ich sehe schon wieder einen leckeren Hotdog. Yummy. So, wo renne ich hier eigentlich hin? Also ich habe noch einen Pusteblumenschirm. Müssen wir da runter, oder? Ah! Und warum zündet der nicht? Hilfe! Wo zünd ich den nochmal? Normalerweise mit T, aber. Mit L-Shift. Ich wollte gerade sagen, mit Shift. Ja, ich hab ich fliege und lande auf dem Klee, wie schön. Und ich habe vergessen, dass ich das jetzt wieder umstellen muss, die Tastatur. Yippie! Da ist Dings, dann ist da hinten das Zelt. Yippie! So, Bett anfummeln. Gut. Macht. Moment, ich bin noch nicht so weit.
Okidoki. Interessant. Ich habe noch so einen kläglichen Rest Instant-Tee gehabt. Du musst dich heilen. Nicht genug für meine übliche Streammenge Tee herzustellen. Und dann habe ich jetzt einfach irgendeinen Kirschtee dazu geschmissen. Also so ein Beuteltee. Schmeckt interessant. Waldfrucht Instant-Tee mit Herzkirsche Beuteltee. Ah ja. Kann man trinken. Okay. Es schmeckt interessant. Kommst du dir gerade vor wie Biolek, der früher, wenn er in seiner Kochshow was essen musste, was ihm nicht geschmeckt hat, hat er auch mal gesagt, schmeckt interessant. Es ist höflich. Mhm. Hat's geschmeckt? Ja, schmeckt interessant. Mhm. Genau, so hat er es ja auch gemeint. Oh, warte mal, hier blitzt was. Hier ist ein Schatz, hier ist ein Schatz. Oh, ja. Ey. Ich sehe nichts. Ach, da, jetzt sehe ich es auch. Ja, ich hab's gesehen. Ul, aua. Ja, hab ich auch, das ist mir auch gerade passiert. Ein Salzstück. Besser wie nix, ne? Was man hat, hat man. Ja. Ich schäme mich auch nicht. Na, ich würde sagen, wir schwimmen hier noch eine Runde, bis es Abend wird, ja? Mhm. Bisschen baden, bisschen planschen. Genau. Nehmen wir davon abgesehen, ist der Tee tatsächlich trinkbar, also von daher. Ah! Meine Schaufel funktioniert nicht. Was schreist du jetzt die ganze Zeit so? Entschuldigung, ich habe aus Versehen das eklige Wasser getrunken. Ich habe falsche Taste gedrückt. Hier ist noch ein vergrabener Schatz, aber meine Schaufel ist nicht groß genug. Ja, braucht man Level 2, Level 2 für. Wo sind die? Hier hinten. Buddel du mal, vielleicht hast du mehr Glück. Wenn ich mal was sehen würde, wo was sein soll. Es ist doch das Schaufelsymbol, auch wenn es nicht blinkt. Ah. Okay, das hört sich nicht gut an. Da ist schon ein Ameisenlöwe. Wurde schneller. Jetzt will er in Hammer. Ich glaube, ich habe einfach nur einen Gutzler ausgegraben, Kinos. Ja, ist doch gut. Minzstücke habe ich ausgegraben. Nee. Ach, der traut sich ja nicht über, ne? Traut sich nicht übers Wasser? Nee. Wenn er schön da hocken bleibt, könnte er ihn den kaputt machen. Ich habe keine Munition. Ich habe zwar einen Bogen, aber keine Muni. Macht dann die schwere Arbeit des Lootens. Mhm. Drei Pfeile habe ich und da liegen noch ein paar mehr. Stell, nimm du dir mal einen Pfeiler. Ach, das sind seine Stoffe. Ich dachte, das wären Pfeile. Einfach drüber laufen. Wieso über die, bin über das ich? Bus. Wieso ist meine Rüstung jetzt? Ach so, Leute, das war klug. Hä? Ich war gut. Ich habe doch ich hatte doch meine Sachen eben aufgewertet, ne? Ja. Jetzt ist das auch repariert. Ach so. Ich muss jetzt, ja, aber meinst nicht. Aber das, ich sage ja, ich muss jetzt nicht reparieren. Also meine Sachen sind jetzt gespart, weil ich also, mir. Hast du denn ein paar Ameisenbrocken? Was habe ich denn jetzt gekriegt? Warte mal, lass mich erst mal Überblick kriegen. Baumwanzen. Ameisenlöwe, Teil 1 hast du doch, sehe ich doch da. Ich sehe da, ja, 1, ja. Da, bitteschön. Hat das jetzt? Ja, Z rausgeschmissen, ne? Also nochmal, jetzt. Jetzt. Was ist das? Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, ob das reicht zum Reparieren, aber ich glaube, ich brauche ein paar mehr. Ich, das ist mir nur gerade aufgefallen, weil ich gucken wollte, wie viel ich brauche. Und dann, oh, ich bin repariert, weil ich das aufgewertet habe. Ich brauche 2. Und ich habe das Seidenseil zu Hause liegen lassen. Ja, ist ja nicht schlimm. Dann müssen wir uns nur... Plus eine Zange.
müssen wir uns nur merken, Kinders, wenn ihr aufwerten wollt, am besten warten, bis die Rüstung repariert werden muss, dann geht's in einem. Ja. Finde ich geschickt. Du hast Seil dabei? Habe ich das gerade richtig verstanden, Seil? Brauche ich jetzt noch nicht, aber dann gleich. Nee, leider nur eins. Eins wird mir, glaube ich, reichen. Ja, sie braucht das ja auch. Ach so, du brauchst das auch, ja, dann ist ja gut. Du hast ja jetzt auch schon. Du hast ja auch schon eine Ameisenrüstung. Ja, Entschuldigung. Verzeihung, ich habe nur an mich gedacht. War voll. Ich ja auch. Ist aber auch okay. Komm, lass uns noch ein paar Ameisenlöwen suchen. Das war jetzt richtig. Ja, aber das ist für mich. Ja, ich hatte jetzt einfach gedacht, du hättest noch keine Ameisenrüstung, aber alles gut. Ach, deswegen waren wir doch das letzte Mal im Sandkasten, damit sie sich eine bauen kann. Ja. Das kann ja vorgehen. Ich glaube, ich lock die an, oder? Mit meinem Helm. Wenn du eine Eichendingsbums hast, ja. Sonst nicht. Da ist einer. Da ist einer. Ach, wieder einer da unten drin. Okay. Einer, der wirft. Ja, der beschießt sich jetzt aber. Und hinter uns, also da ist auch noch einer, genau. Oh. Ja, lass uns auf einen konzentrieren. Ja, erstmal den hier draußen. Ist aber auch, zieh den mal ein bisschen weg, damit der andere uns dann nicht auch noch beschießen kann. Wieso habe ich jetzt kein Pfeil? Kein Speer in der Hand? Damit das mal einer erklären. Wartet mal kurz, der spinnt hier gerade. Tut mir leid, mein Werkzeug spinnt gerade. Aus irgendeinem Grund ist mir mein Speer gerade aus dem Fach raus. Ich konnte nicht kämpfen. So, hier, zack. Entschuldigung. War nicht sofort griffbereit. Da schmeißt er die Ameisen raus. Na, das Vieh da unten. Aber die kann man auch nicht looten, das hieß. Nee, das sind ja tote Ameisen, die hat er schon gelootet. Genau. Der hat nur noch die trockene Rechte. Da also, ist er. Rein. Ey, wieder ausgewiesen. Kann man die nicht immer vom Rand mit Pfeil und Bogen? Ja, aber es ist mir zu umständlich. Na dann. Komm ich mal von hier hin. Oh, Scheinwetter. Achtung, da kommt noch einer. Noch einer? Ach, ja. Dann sollten wir vielleicht erst in der Ruhe. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh, Schande, ey. Die Elke, komm mal erstmal wieder rauf und lass mal erstmal den hier draußen machen. Der ist auch nicht so. Ich musste eh, weil ich keine Ausdauer hatte. Der schmeißt wie blöd um mir. Ja. Warte mal kurz. Autsch! Seid ihr alle verletzt? Bisschen. Okay. Bisschen. Ich glaube, meine Rüstung braucht gleich mehr Teile zum Reparieren. Oder? Kommt mal alle hier zusammen. Lasst uns mal alle zusammen knuddeln. Wir sind Moment. Zusammen. Ach, okay. Nee, nicht hüpfen. So, jetzt. Bleib stehen. Danke. Die muss immer rumzappeln. Schlimm. Ja, ich steck schon wieder fest. Oh. Ach, aber dies ist ja noch nicht so spawnt, das ist gut. Der hat uns ja die ganze Zeit geschmissen. Von daher, solange wir in Sichtweite waren, hat der uns hier beschmissen. Ich hatte Tabslock. Ja, das ist übel. Yay! So, und dann war doch was, dass da meistens noch einer drin war, ne? Ja. Erstmal den looten. Den kann ich schon. Warte mal kurz. Aber hier sind auch Steine. Der kommt da. Da ist einer. Da kriegen wir unser Steinproblem wieder. Ja. Den Stein durch. Aua.
komme zurück. Weil der passt da nicht durch, scheinbar. Ja. So. Ich will dich halt nicht fixen aus Versehen, deswegen ja, gehe ich immer weg. So, den habe ich jetzt gelootet. Hau du mal den Stein kaputt. Nein, der Winddreier. Aua. Aber warte. Weiter unten könnte noch was sein. Ah, drei haben wir nicht. Sag ich doch. Ach, hier ist so ein Schnicks. Das war's Ende. Okay. Ne, Dreier haben wir nicht. Schade. Oberstes Quarzit, das klingt auch nach. Schade. Ja. Wartet mal, ich muss einen Schluck trinken. So ein Durst. At least it's clean. Jetzt geht's mal besser. Ein Partyschirmchen. Oh. Sollte man mitnehmen, damit wir unser Zelt und ein Sonnenschirmchen stellen können. Ja. Das ist doch voll hübsch. Da hat man sich halt immer schön Schatten, wenn man hier tags so unterwegs ist. Meine ich doch. Die einen tun es in ihr Getränke machen, uns reicht es als Sonnenschirm. Genau. Welch ein Größenverhältnis. Man hört das, aber... Das ist unser Lager. Ich weiß. Ich renne nur hinter euch her. Ja, und ich renne jetzt auch noch hinter Zellen her. Und ich bin orientierungslos, das ist super. Dann laufen wir so ein bisschen mehr nach rechts, wieder weiter in den Sandkasten rein. Ja. Okay, da unten ist wieder einer. Jo. Wieso habe ich keine... Doch, 6 Löwenteile habe ich, würde doch gerade sagen. Ja, das ist ja schon mal was. So. Es oh, kann jetzt sein, dass ich gar keine habe, wenn ich jeden gelootet habe. Irgendwas buddelt. Greif mich an, das habe ich schädelt. Okay. Der weiß gar nicht, wo er hin soll. Ja, und auch noch betäubt, ist ja gut. Aua. Aua. Der da hinten wollte angegriffen werden, nicht ich. So. Ups. Gucken wir mal, was wir hier finden. Bin ich jetzt gerade ins Loch gefallen oder wo bin ich denn? Ja, in das Loch vom Ameisenlöwen. Jedes Mal, wenn wir den töten, geht das Loch auf. Da ist noch einer, ich höre ihn schon. Da ist ein Salz. Hier hat es Autsch! Ich habe genau da gestanden, wo der hoch ist. So. Wartet. Hier sind Dings ausgebrochen, guck mal. Das ist infiziert, ja. Müssen wir mal aufpassen, nicht, dass wir hier lauter infizierte Dinger... Holt jemand das Salz? Ja, ich nehme das Salz. Hier ist wieder oberstes Quarzit. Warte, bleib mal ein bisschen, bleib mal nochmal hier, ich muss auch das Salz abbauen. Entschuldigung, ja, ich wollte nur... Bist du denn da? Axt kann ich die Felsen nicht holen. Es ist jede Menge Salz, hinter dem Stein überall Salz. Ja. Ja, ich glaube, Salz haben wir aber genug, aber ich nehme nochmal ein bisschen was mit. Oder auch nicht? Hallo? Ah. Husch nur näher. Weil ihr habt doch auch Pfeile davon gemacht. Also ja, müsst ihr auch sammeln. Sieht schön, hier sind zwei. Hier sind, ja. Zu deinen Füßen liegt noch eins. Zu meinen Füßen und das da hinten Asche, gut. So, hier sind noch zwei. Sag mal, jetzt hast du Zellen, hast du eine Einer- oder einen Zweierhammer? Nur ein Einser. Okay, dann baue ich die für dich ab. So, haben wir jetzt ein doppeltes Licht? Ich habe eine Fackel dabei. Also ah, das ist das Licht. Ich kann sagen, wieso ist denn das so für immer doppelt hell? Zweite Fackel, eine Fackel noch, zweites Licht ist hilfreich. So, weil da vorne war noch Salz.
Wie gesagt, den Quarzit können wir nicht. Da ist noch ein Salz. Ja. Ja, da hinten das Verdingste, das da liegt noch ein Salz. Aber hier ist oberstes Marmor. Können wir auch nicht. Brauchen wir, müssen wir fischen. Ach, hier ist noch ein Salz, okay. Oh, der Tee schmeckt zu gut. Also schön. Ja, nee, dann trinke ich zu schnell zu viel auf einmal. Achso. Dann ist er alt, bevor der Stream alt ist. Aber der muss so lange halten. Da ist noch. Autsch! Ich ja, würde sagen, da ist noch Salz. Hm? Das Zeug explodiert ja hier, also dieses. So, jetzt das erste Mal, dass wir dieses Klumbarsch hier unten haben. Das stimmt, ja. Da kommt noch einer. Komm. Habt ihr das gesehen? Da ja, ist haben wir. Ich hab's gespürt. Das ist betäubt, super. Das habe ich speziell mit ihrer Keule, die betäubt nämlich klasse. Ja, das war eine reine Notwehr, der hat mich erst irgendwie betäubt. Ja. Das ist noch auf zwei Seiten Salz. Wenn wir zurück sind im Lagerzellen, dann mache ich Salzpfeile und dann erinnere mich mal dran, dass ich die Hälfte abgebe, falls ich es vergesse. Ja. Gut. So, jetzt ist. Okay, wenn du vorgehst. Also hier hat es auf jeden Fall noch Salz. Und hier. Entschuldigung. Entschuldigung. Danke. Das Zerhacken kriege ich vielleicht auch noch alleine hin, aber das Aufsammeln, das wird dann schwierig ohne Licht. Weil mit dem Hammer bis zum Symbol vortasten, das schaffe ich, aber. Da ist noch eins. Dann die Zerhacken dann aufzusammeln, das ist schwierig. Das ist eine große Höhle gegen die anderen. Von ja, daher das stimmt. Finde ich das schon mal spannend. Also. Ja. Der hat sich mit zwei Weibsen in einen Steinbruch Salzdingsbums reingetan. Das war's, glaube ich. Wow. Ja, sieht so aus. Der hat sich zwei Weiber geschnappt und sowas. Ganz schön frech. Da wäre noch ein Salz, aber. Ja, genau. Ja. Warte mal, ich lass mich mal gleich mal gucken. Da waren wir. Ich habe jetzt 35 Salzbrocken, das reicht. Ich laufe gerade in zwei verschiedene Richtungen. Ist euch das klar? Ich komme hier raus. Okay. Ich bin draußen. Gut. Das war doch schon was. 15 Löwenteile. Ui. Oh, das reicht ja erstmal. Eine Zange dabei? Brauchen wir so einen schwarzen Ameisen noch für die Deko-Dinger, oder? Ja, auch für Rüstung. Hallo, oh, ist das eine Spinne? Achtung! Sie würde ja gerne, wenn sie könnte. Ja? Ja, guck sie dir an. Der Sandboden ist zu weich, sie kann nicht. Ja, ja, das hast du schon mal gesagt. Und dann hörte ich einen Schrei in deinem Stream. Den habe ich letztens als Shorty auf YouTube hochgeladen. Ja, wollen wir wieder gehen oder wollen wir noch einen Tag bleiben? Wie gesagt, eine Zange bräuchte ich. Das wäre eigentlich noch ganz hilfreich. Also was, eine Ameisen-Löwenzange habe ich eine einzige. Brauch
Brauchen wir da ein bisschen mehr oder? Weiß ich nicht. Als Vorrat? Weil was willst du damit bauen? Also eine Rüstung von mir braucht eine. Ja, dann kannst du die eine doch haben. Gut. Ja, notfalls können, wie gesagt, also ich habe noch einmal Essen und genug zu trinken, also dreimal trinken habe ich noch. Also wenn von unserem Grill jetzt nichts geklaut ist, was ich nicht glaube, ja, muss das da auch noch ein bisschen Futter da sein. Ach, das sind auch noch ein paar Tropfen, sehe ich gerade. Obwohl, ja, das ist hier in der Nähe vom Wasser, die fallen dann rein. Ne? Mhm. Also der Mann leckt sie vorher ab. Die sind teilweise überm Wasser. Ja, ja. Sehr unpraktisch. Aber den hier könnte man, wenn ihn einer anhaut, könnte ich mir den fangen, bevor er ins Wasser fällt. I mean, this is probably what bottled water is. So kommt man leider nicht dran. Geschafft. Springen und E drücken. Ja, ja, okay. Also eher springen und dann E drücken. Ja, aber der hier ist über dem Wasser. Der ist zu hoch. Aber den da könntest du schaffen. Guck mal, den da. Einzelne? Ich meine auch, dass das so hoch ist, aber... Probier's halt. Nee, keine Chance. Aber ich könnte, oder... Wenn du hochspringst und das Becher-Symbol siehst, musst du nur schnell genug E drücken. Ja, aber... Pass mal auf, ich hole ihn runter und du... Ich hab ihn. Ich dachte, das geht. Man muss das nur die richtige... Wenn ich das mit meinen kaputten Pfoten hinkriege, müsst ihr das auch hinkriegen. Ja. Man muss halt nur auch den Kopf nach oben heben, das... Hat Sellen auch was noch... zu trinken? Wollte ich gerade sagen, jetzt brauchen wir für Sellen immer noch einen. Nö, ich hab... Du hast schon? Ja, ich hab den genommen, der am nächsten war. Oh, okay. Okay. Hier wäre noch einer, wenn jemand schwer durchsticht, obwohl im Wasser ist schwierig. Alles gut. Aber hier ist auch noch einer, wenn einer schwer durchsticht ist. Und das Futter ist nicht geklaut, das ist schon mal schön. Nee, ich verdurste dich nicht, aber ich könnte damit meine Flasche auffüllen. Na gut, ich habe noch 3 Tropfen. Ja, ich auch. Sel, wie viele Flaschen hast du in der, wie viele Tropfen hast du in deiner Flasche? Insgesamt 3. Ja. Möchtest du noch einen haben? Und mit 3 kommen wir für einen Tag. Ja, mit 3 kommen wir aus. Für einen Tag reicht es. Solange ich meine Flasche wieder finde, ist ja gut, ne? Wenn die sich da irgendwie wieder verschwindigust. Was? Die Flasche ist Verschwindibus? Ja, ja, das ist mir letztens schon passiert, wo ich wieder die eine Flasche nicht gefunden habe. Das ist bei mir ständig. Irgendein Werkzeug ist immer doppelt und irgendeins ist weg. Und dann ich habe dein... ist es wieder da. Ich habe deine Rezession gelesen heute Morgen. Ja. Ah, okay. I don't know about the rest of you, but I'm beat. So, wollen wir noch schlafen oder lieber nicht? Wollen wir Nacht durchmachen? Können doch schlafen. Dann schlafen wir bis wann? 8 Stunden. Irgendwann bis mittags oder so. Aber wir wollen ja eh dann nachts erst wieder los. Bis heute Abend um 6 Uhr müssten wir schlafen. 8 Stunden. Das ist doch perfekt. Nee, aufwachen um 10 Uhr. So. Ja. Wir können auch noch ein bisschen am Lagerfeuer hocken und am frühen Morgen schlafen gehen. Ja. Dann sind wir erst am Nachmittag fit und dann... Oder so. Wegen der Hitze. Wir können ja in der Sonne ja eh nicht im Sandkasten rumturnen. Also könnte man theoretisch ja noch einen verhauen. Wir haben ja jetzt nichts Besseres zu tun. Autschen. Ja, du musst auf die Kakteen aufpassen. Ich dachte, ich könnte drüber hüpfen. Nö. So, nicht, dass die Spinne sich hier nochmal irgendwo rumtreibt. Du wirst überleben oder auch nicht. Lass uns doch einfach mal hier dann melden. Da ist ja schon wieder einer. Nur das Erschrecken ist halt nichts. Ja, ja. Ah, scheiße, ich hab schon wieder... Ich habe noch 2 Flaschen. Ich vergesse die Flasche wieder wegzukriegen. Ja. 2 Zangen habe ich. Ne, eine Zange habe ich gekriegt, 2 habe ich. Entschuldigung. Ui.
Guck mal hier. Na, da brauchen wir doch immer noch so eine blöde Karte. Ja, ja, weil das der Ausgang aus dem Labor ist. Also muss irgendwo noch ein anderer Eingang sein und wenn man dann das Labor erforscht hat, kommt man. Ist bis zur Hälfte Malat. Ich glaube, das bist du, Mirka, oder? Was? Ja. Ja, ein bisschen bin ich hier. Hier ist eine Batterie. Ja, also Eingang ist hier keiner. Nein, der ist auch nicht hier in der Nähe, der ist ein bisschen woanders wahrscheinlich. Das andere Labor war ja auch ziemlich umfangreich. Oder die anderen Labore waren immer ziemlich umfangreich. Also ist wahrscheinlich da unten im Müll, weil da steht ja auch irgendwo was von schwarzer Ameisenhügelabgang, da könnte es reingehen. Ach, wir prügeln euch schon wieder. Das war geil. Wieso trifft der eigentlich immer mich? Ist da hinten eine Spinne? Oh ja. Ja. Aber ich glaube, das ist irgendwas anderes. Stirb einfach. Oh, die Spinne mit Ameisending. Lass mal die doch erstmal kämpfen, gucken, wer gewinnt. Ja, ich auch. So. Und, das ist süß. Die Wolfspinne war verwirrt. Das ist ja putzig. Naja, ja, wenn da plötzlich was gegen deinen Kopf springt, bist du auch etwas verwirrt. Die kämpft übrigens mit zwei Ameisen. Ich wollte gerade sagen. Sehr cool. Krieg ich davon ein schönes Bild? Wir holen uns dann den Loot, wer auch immer sieht. Ja. Null. Die eine, die stellt sich auf die andere drauf. Ich bin groß, ich bin groß, ich bin größer wie du. Immer zweimal mehr wie du. Ja. Okay. Hui. Dann hoffen wir mal, die sind einigermaßen verletzt. Ah, der hier ist nur wenig. Nur ein bisschen, ja. Der andere ist mehr verletzt. So, und die Spinne hätte ich, genau. Na, das war doch prima. Einmal Popoklatscher gemacht. Das war doch prima. So, wie viele Arbeitswalker hast du jetzt? 22 und 4 also, Zangen. Das sollte doch reichen, oder? Wo war das mit dem Eingang? Hast doch gerade gesagt, du hättest schon Abgang. Ja, da. Aber es wird schon hell. Ja, außerdem, wenn wir da rein wollen, vermute ich, brauchen wir eine schwarze Ameisenausrüstung. Ich will mal schnuppern. Wo ist es denn? Bei mir, ich sehe jetzt nichts. Gute Frage. Also ich sehe die Markierung gerade auch nicht. Muss da hinten irgendwo sein. Da ist ein Fußabdruck. Und ein unterirdischer Scirocco. Naja, also jedenfalls da hinten irgendwo in der Nähe unseres Lagers. Lass uns mal zurück.
Zellen, wo bist du? Auf dem Beige. Oder auch nicht? Die ist da hinten, ganz da hinten. Da oben. Ja. Nochmal zurück zum Lager. Jut. Der Eingang ist wahrscheinlich hinter dem Spielstein hier. Aber als Löwe. Das ist der, wo wir gerade waren, okay. Ich sehe aber hier auch keine Markierung, keinen Eingang. Doch, hier. Hier geht's runter. Moment. Hier geht auch die Ameise runter. Und ganz viele kleine Steinchen. Mhm. Weiß nicht, ob wir da so durchkommen, aber wir können es ja mal probieren. Nichts zum Zweierstein? Nee, leider nicht. Ah. Da auch nicht. Schlafen noch alle, oder wie? Möglich. Wäre schön, aber ich glaub's nicht. Du hast schon noch nicht dabei, Sam. Nee, die ist vorhin ausgegangen. Hm. Die verbraucht sich sehr schnell. Guck mal, da ist nochmal. Sprüdermarmor. Den kann ich. Ja, den können wir. Da liegt irgendwo noch was. Ich habe einen, habe ich eingesammelt. Unter der Tür oder was das ist, liegt noch was. Da. Komm, aber nicht wirklich dran. Nö, nee, ist nichts Einsammelbares. Warte mal, du siehst, was ich meine, ne? Jo, warte, ich versuche mich zu bücken. Ich kann es gerade. Genau. Den meine ich. Schnappen will er nicht. Irgendwie. Schade. Irgendwie lässt er mich nicht. Oh, das hier sieht aus wie ein Teil von einem ehemaligen Labor. Mhm. Okay. Haben die Ameisen mal frei? Nö. Wozu? Leuchtdinger. Hübsch. Kabel und Lampen. Kabel und Lampen, das könnte eine Wegführung sein. Ja. Bin ich gut oder bin ich gut? Du bist gut. Ja, Labor in der Nähe. Ich wollte nur Meldung unten bekommen. Nicht hingehen, weil ich die alle dahin rennen gesehen habe. Dann dachte ich mir, da ist bestimmt Snatched. Achtung. Ja. Diese Ameisen. Oh, da hinten ist der Eingang. Der Sieg? Oh, das ist sogar mehrere Eingänge. Und der ist hier. Ich würde sagen, der hier ist am einfachsten. Ja. Versperrt. Hätte mich ja auch gewundert. Ja, okay. Dann lass uns unten gehen. Was? Dann lass uns mal den hier unten probieren. Hier ist ein zweiter Eingang. Ja, das hat gerade so gebaut. Ich habe nichts verstanden. Ich weiß ja nicht, wie man da hinkommt. Wartet mal. Da ist ein Dingsbums. Da hinten ist so eine Art Eingang. Wartet mal. Ach, das ist von dem da, der versperrt ist. Ja, da. Das geht nicht. Da ist noch ein Quarz.
Was machen Hammer oder wie war das? Mhm. Dass wir mal unser Zeug aufwerten können. Aber irgendwo gibt es doch hier bestimmt einen Eingang. Jede Menge Lampen. Da ist noch was Kaputtes. Ach, hier. Hm? Hier ist ein Eingang, den ich freispringen muss. Kommt mal rauf. Wo bist denn du? Hier oben, wo das erste... Warte mal. Ich laufe gerade wieder mit dem Kabel nach. Ja. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt seid, aber... Ich bin hinter Sellen. So. Versperrt. Warte. Bin da. Yay. Warte, ich muss mich heilen. Oh, ja, da war was. Also ich sehe zwar einen Scirocco, aber das sieht aus, als wenn er unter uns wäre. Ja, da ist irgendeine Wand zwischen. Ihr müsst, glaube ich, euren Weg zurücklaufen. Warte mal, ich schau noch mal. Ah, böse Roboter sind da drin. Hä? Wahrscheinlich. Was? Das sind böse Roboter. Ja, aber wir kommen ja nicht rein. Katzenmacher am Fenster. Katzenmacher am Fenster, ja. Das ist überall sprödes Quarziert. Oh, sie kommen aber ans Fenster. Kommen sie? Ja, ja, sie gucken. Stimmt. Hallo? Nee, 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 nee. Ihr könnt uns nicht, ihr könnt uns nicht. Nee, 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 nee. Ist Nika weg, oder? Oh. Ja, gerade im Moment. Hat aber lang gedauert. Mhm. Hab schon gedacht, wir schaffen es heute mal ohne, aber... Wäre ja auch zu schön gewesen. Naja, immerhin knapp eine Stunde. Immerhin. Mich war da also an. Bitte? Ich war da also an. Du Barfarsch. Irgendwas mit komm an. Was ist das denn? Und wir warten und warten und warten. Und wenn sie nicht gestorben sind, wartet sie immer noch. Und dann irgendwann heißt es bestimmt, der Host ist gar nicht da. Lalalala. Ja, im Moment lebe ich noch. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Ja, im Moment, ich komme nicht rein. Wie gesagt, und wenn sie nicht gestorben ist, dann wartet sie immer noch. Ich bin ja von der ungeduldigen Natur, ich würde dann mal kurz ganz raus.
Oh, Schande. Lass mich rein. Da geht nichts. Also, ich bin immer noch im Spiel und ich habe gerade gesehen, dass Beam angezeigt hat, dass Cellen Grounded spielt. Ja, schön. Na, ich bin ganz kurz raus, damit sich das hier irgendwie wieder aufknotet oder keine Ahnung. Weil irgendwas tun ist irgendwie eher mein Ding als warten. Jetzt sehe ich gar keine verfügbaren Spiele mehr. Ich bin immer noch drin, also eigentlich. Nope. Dann gehe ich mal ganz raus. Also verfügbare Spiele wirst du jetzt nicht angezeigt. Bei dir auch nicht, dankeschön. Dann mach das Spiel mal ganz aus. Vielleicht. Gibt es doch nicht. Ja, hatte ich ja. Ich habe das Spiel komplett gestoppt und hab nochmal neu. Und jetzt sehe ich keinen. Ja, nee, mir war er nämlich auch nicht mehr. Dann liegt es nicht an normal, uns. Ich bin ganz normal im Spiel, aber gut, ich kann mal abspeichern und... Ich gehe auch mal raus. So, jetzt starte ich nochmal ganz neu. Bei mir ist ja auch noch am Laden, für überhaupt das Spiel wieder aufzumachen. So, beliebige Taste. Warte, ihr müsst noch warten. Ja. Bin ja jetzt ein bisschen hinter euch. So, Anmeldung. Wann ziehst du jetzt um? 1. Juni Woche. Sollten wir sagen, schon mal rechtzeitig Bescheid. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann wieder eine Runde nicht spielen können. Ja, da wir an einem Freitag umziehen, wird das wohl klappen. Aber wenn wir schon mal dabei sind, nächste Woche kann ich leider nicht, weil ich da zum Zahnarzt muss. Da habe ich nur noch einen Vormittagstermin bekommen. Das hätte ich ja mal gleich sagen können. Wollte ich eigentlich auch, aber wir waren dann ja gleich so in Sachen verstrickt, deswegen habe ich es nicht sofort sagen können. Dann erinnere uns noch einmal dran, damit ich das gleich ankündige. Ja, mach ich. So, Lobby steht. Okay. Das Spiel bei. Mhm. Ja. Ja. So, ich starte das Spiel. Ja, Kinas, es solche Sachen. Bei Grounded, bei Multiplayer muss man leider damit rechnen, dass es hin und wieder rumzickt. Wir spielen das jetzt fast ein Jahr und es gab immer mal Probleme, ich weiß auch nicht. Da müssen wir einfach durch. Das Schöne ist ja, dass selbst mir jetzt Cell noch dazugekommen ist, sie hat die Probleme auch. Also, das liegt da nicht... Es liegt nicht an einem speziellen Spieler oder an einem Host oder irgendwas, das liegt einfach an dem Spiel. Da muss man mitrechnen, so ein bisschen... Also... Zu zweit? Ran sehe ich. Zellen ist noch nicht da, oder ich sehe sie jedenfalls noch nicht. Lädt noch. Ja. Ich dachte, ich hätte sie schon gesehen, so, aber... Bleib mal hier. Komm mal. Da ist er. Nee. So. Komm, wie sie warten. Yay! Kuckuck! Zellen ist da. So, jetzt lass uns mal wieder zurückgehen. Ach da. Ihr seid doch von hier gekommen, ne? Ich bin euch einfach hinterher gerannt. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Kabel folgen. Aber ihr hattet ja gesagt, den Kabel gefolgt, genau. So, hoffentlich finde ich gleich auch noch dahin zurück, wo ich eben war. Sieht doch ganz gut aus.
Also bis hierhin geht es noch. So. Jetzt lass mich mal überlegen. Jetzt müssen wir wieder hier da rauf. Da oben irgendwo ist wahrscheinlich der Dings drin. Ach so, genau. Hier jetzt rum. Schön, da. Ich will, dass ihr euch das erst anguckt, bevor ich was mache. Hier. Und hier steht jetzt, wenn ihr diesen großen Stein hier anklickt, dann steht da benötigt Sprengsatz. Mhm. Ich hoffe, damit kommen wir dann da rein. Ich habe ja zum Glück ein paar Bomben dabei, deswegen nehmt mal schön Abstand. Ich bin schon 3 Meter zurück. Kennt ihr den Film Das fünfte Element? Ja. So Big Bada Boom und so. Renn aber dann dran, weil du hast auch nur noch halb Leben, so wie ich sehe. Oh ja, da muss ich mich auch erstmal heilen. Moment. Er hat Säure oder irgendwas hier verbläht. War das noch nicht weg? Aber jetzt. Hüps, bin drin. Super, dann. Ja, ich glaube, in der Säure, in der Bombe ist, glaube ich, auch dieses. Versperrt? Hand auflegen. Biometrischer Scanner ist hier links. Ach ja, da war ja was. So, Kinders, da ist schon der erste. Jede Menge Wissenspunkte. Hallo. Achtung, eine Kassette. Virgil, I'd like to summarize the results of today's mixer trials. Ready to take your dictation. Bereit für den Diktat. Trials 1 and 2 were aborted due to mechanical failure. Now, Trial 3 was interesting. Mhm. Wait. Virgil, what is that? It looks like a gathering of ants. Well, I can see that, but what? Oh oh. Na sowas. Während der Ameise krabbeln. It appears that the mixer has agitated some of the local fauna. That's enough for today, Burgle. Das war ein kurzes Diktat. Er hat auch erlebt, was wir auch erlebt haben. Wenn man diesen Mixer halt anschaltet, dann pass auf, dass ein Loch nicht, dass du da reinfällst. Aha. Erhalte die Freigabe für Sektor B. Sehr schön. Ich habe nur mal kurz gefummelt. Ja. Kurz fummeln ist manchmal auch schon okay. Das reicht manchmal schon. Kein Kommentar. Nein. Kein Kommentar. Sorry, aber wenn du mir solche Vorlagen gibst, dann kann ich einfach nicht widerstehen. Das bin ich wieder schuld, das ist wieder... Wieso springt ihr da eigentlich raus? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Ich hab eben noch gesagt, passt auf das Loch auf. Ja, da ist ja nichts mehr drin in dem... Ja, aber auf der anderen Seite geht's doch weiter. Auf der anderen Seite ging's doch weiter. Ich dachte, das wäre ein verschrotteter Eingang. Nee. Wie bist du da wieder reingekommen? Bist du hochgesprungen? Keine Ahnung. Findest du nämlich alleine? Ja, schon. Ich warte, bis ihr da halt. Ja, komm! Nee, komm! Hier gibt's noch viel zu untersuchen. Geh hier was mal von aus. Wir sind im neuen Labor. Beweg deinen Hintern. Oh, hier rechts geht's doch noch weiter. Ach, da unten. Ah. Wenn ich sogar das gesehen habe. Ich hatte schon wieder aus dem Sinn. Pieps, pieps. Halt. Ich konnte ein Konzentrat aus Rohwissenschaft herstellen, aber die Energiewellenleistung ist zu stark für den Eindämmungsfeldgenerator. Offenbar ist die Verwendung von Mix-R vorerst eine einmalige Gelegenheit.
Ich muss einen Weg finden, die Produktion der Extraeinheiten zu erhöhen, die nötig sind, um meine Experimente zur Austrocknungstherapie fortzusetzen. Zu einem Überfluss haben es schwarze Ameisen weiterhin auf mein Labor abgesehen. Ich vermute, das hat mit der Kakophobie dieser dämlichen Maschine bei maximaler Leistung zu tun. Oder irgendwas lockt sie an. Jedenfalls stehen die Chancen immer gegen mich. Nach so einem Pech. Ihr liegen Müsli-Riegel, nehmt euch jeder einmal einen runter. Ich habe einen schon genommen. Da liegen genau drei. Es passt also genau für jeden einer noch. Ja. Wir hatten schon lange kein Müsli. That's not so bad. Oh, warte mal, ich muss einmal kurz. Das B. Das müssen wir noch freischalten. Vielleicht ist hier auch irgendwo ein Wasserding. Ja. Das bestimmt. Sind Verbände. Oh ja, ich hätte gerne welche, weil ich habe nur noch einen. Ja. Werkbank. Muss irgendjemand was Wichtiges tun? Da ist eine Werkbank. Nee. Das heißt. Nee. Seitenseil fehlt ja. Hier geht's was wieder ist hoch. Mit der Fackel? Hallo? Ich bin voll. Ich hab. Ich glaub, kann nichts mehr tragen. Das ist mir rausgeputscht. Safety first. Okay. Sieht witzig aus. Jetzt hier hinten dran noch was einsperren und dann wäre es perfekt. Ja. Eine Ameise oder so. Du brauchst jetzt aber hier kann die Fackel nicht anhaben. Ich wollte die auch nicht anhaben. Ich habe die nur aufgehoben. Achso, ja, du hast jetzt aber in der Hand. Nee, nicht mehr. Da hinten ist noch ein rotes Bibbelchen, das wir aufholen können. Und eine Kiste ist da auch noch. Hier ist noch eine Kassette. Moment. Burgle has been behaving strangely. I have noted in some of our interactions that he has been taking liberties with my instructions besides his usual displays of incompetence. But just the other day, I heard him humming a tune about grilling. He thought I could not hear him, but I did. And I have told him again and again to eliminate that unnecessary function from his programming. And yet still I know he harbors secret thoughts of grilling. Oh. I was certainly right to isolate him from the experiments. One can only imagine how his malformed programming could be contaminating my research. I'll need to review my security protocols to make sure no further contamination occurs. The security cameras are now installed across the yard, and I've assigned Burgle to overseeing Tasty and Arker operations. A little insurance that my progress on raw science enrichment doesn't fall into the wrong hands. Neither Ominent, nor Insect, nor Robot will have access to my research now. Wenn die KI tut, was sie nicht tun soll. Guck mal, Nirka, was ich für dich gefunden habe. Was denn? Messbecher. Hol! Ich dich auch! Sheldon, du kannst froh sein. Was ist denn mit den Messbechern? Das ist aus einem anderen Spiel, das hat sie dort gesucht. Ein Running Gag. Ich habe in 7 Days brauchte ich für eine wichtige Werkbank zu bauen Messbecher. Jeder hat die schon an den ersten Tagen gefunden, nur ich. Ich habe über 100 Tage keinen gefunden. Und konnte diese blöde Werkbank deswegen nicht herstellen und nutzen. Und jeder so, ja, du findest die in der... Also du kriegst die entweder vom Fallschirm, oder du kriegst die in Apotheken, oder du kriegst die in den Kliniken, oder. Bei mir waren die überall. Weißt du, wo ich sie dann gefunden habe? Nein. In der Metzgerei. Ah ja. Dort sehr im logisch. Tresor drin. In der Metzgerei im Tresor. Sehr logisch, ja. Mhm. Gell? Da hat sie auch sonst anscheinend noch niemand gefunden. Mirka hat eben voll beleuchtet. Kleblicher Schlunz, was auch immer das ist. Schlunz.
Ohne Das ist Scheiß. was zu trinken, das ist was zu trinken, was du aus dem Smoothie-Generator erstellen kannst, wenn du nicht genau weißt, was für ein Rezept. Da Das kommt dann gleich sonst. fünfmal. Ja, ist zwar trinkbar und sättigt auch ein bisschen, aber gibt halt sonst keine Vorteile. Während wenn du einen Smoothie richtig mit Rezept zubereitest. Kann da Ich jeder mal würde von sagen, da abgreifen? unten, wo B ist, da geht's jetzt weiter. Ja, Hoffe aber ich doch wir haben das doch, zumindest. glaube ich, noch gar nicht offen, oder? Hatten wir nicht eben Berechtigung für B? Sollten wir nicht die Berechtigung für B freischalten? Ja, dann müssen wir nochmal zurück. Mr. Sag ich doch. Brand, haben Sie gerade eben die Kiste mal kurz angetatscht? Die Kiste ist jetzt leer hier. Ich Ach habe die so. doch angetatscht. Ich gehe mal kurz runter und guck mal, Ja, mach ob das jetzt das. aufgeht. Mach Es sah nur das. so aus, als könnte das jeder vielleicht mal. Nee, die gibt immer nur einmal für die Gruppe. Ist noch zu, ist noch Sag ich zu. doch. Wir sollen das freischalten. Wir haben A freigeschaltet und B müssen wir noch finden. Okay. Aber wenn wir A freigeschaltet haben, dann müssen wir. Haha, hier kommen wir jetzt rein. Kommt mal. Was? Ach nee, da sind wir hier. Da sind wir doch rein, oder nicht? Nein, hier sind wir nicht rein. Wir sind doch durch den kaputten Eingang rein. Ah, kein Hier ist jetzt Marvin. aber A ist jetzt freigeschaltet. Genau, das hatte ich eben angetatscht. Und B müssen wir noch finden. Vorsicht, da ist ein Riesenloch. Hier ist nix. Ah, Dann müssen müssen wir wir da wohl wohl doch rein. ins Loch. Was ist da? Wer traut sich zuerst? Wie immer. Ah, es ist nicht so tief. Ja. Ah. I eat this normally. Knatsch. Da ist eine Kiste. Zellen kommst du? Mit einer Bratwurst. Ja. Bratwurst? Ja, Bratwurst. Hier durch das Loch Zellen. Wir Willst du sind die unter dir. haben, Bran? Das sind doch Ja, mehr nehme ich die du gleich. hast. Ich muss erstmal nur gucken, dass Zellen hier runterkommt. Die braucht doch nur springen. Ja, sie findet aber gerade das Loch nicht. Sie. Das mit riesengroße mittlere Loch Ja, sie ist schon das reinspringen. kleine Loch. Das kleine Loch hatte sie jetzt nicht. So, hier War ist die in der Liste. Bombe. In der Wurzel verheddert. Verheddet. Ich habe die Ach, Bombe guck mal hingelegt. hier. Schlafkabinen. Echt? Ja, vier Stück. Funktionierende? Die Die Kassette. funktionierende, ja. Könnten wir Warte, und jetzt da ist eine schlafen. Kassette. Warte. Nee, die Kassette nicht. Sollen wir da Respawn setzen, solange wir hier Doch. arbeiten? Können wir machen, ja. Warte, ich will die Kassette noch anfummeln. Jetzt. I don't need this now. Abnormalities in the readings, unexpected power fluctuations, raw science run rampant. Don't forget incursions by local fauna. Mouthy robotic assistants. Roboter mit der großen I'm so Klappe. tired. All these new variables that need to be accounted for, they're ruining everything in my most desperate hour. It is all turned against me. Ja, klar. Even as I walk around the backyard, I feel the walls of grass closing in on me, the tips of those green blades like daggers pointed at my heart. I see, though I feel, the unblinking, multifaceted eyes of the ants and spiders reflecting my misshapen visage, watching, always watching, and bearing witness to my failure. Perhaps it is time for me to lay down and admit defeat. Perhaps this is all the success that was meant for me. Perhaps it is enough. Finde ich ja niedlich, dass die uns da Schlafkabinen hingestellt haben. Geh mal dahinter gucken. Da ist ne Wasser! Wasser! Da ist jede Menge Loot. Moment. Ja. Wo ist Wasser? Hier! Jede Ach ja. Menge! Trinkt euch satt, Kinders. Und füllt eure Flaschen auf, ja. So, wo ist Loot? Oh. Eichelbrocken. Und Müsli-Riegel. Minzstücke. Kick-Sandwich. Mein Inventar ist voll. Da sind 8 Schlafplätze, Kinders. Ich glaube, ich gönne mir jetzt mal einen Keks. Could have worse, I guess.
Was? Sondern das Lecker scheint da nicht gewesen zu sein. Also ich kann auch nichts mehr mitnehmen. Außer dem Müsli-Riegel. Einen Platz habe ich noch und dann könnte ich bestimmt noch was stecken. Ich tue jetzt mal die Sachen holen, die jetzt stecken, weil ich sie schon habe. Müsli-Riegel sehe ich gar keine. Hier in der Mitte, hier ist, da ist noch einer. Dieser Keks-Sandwich-Brocken, das ist das Oreo-Zeug wahrscheinlich. Oder so wahrscheinlich, ja. Sieht nach Stein aus. Kann man aber essen. So, hat irgendjemand irgendwas, was ich auch habe, dass wir das mal aufeinander stecken können? Zum Beispiel Spinnenzeug, Ameisenzeug. Ameisenzeug habe ich, ja. Ich habe rote oder schwarze? Schwarze. Ich habe schwarze Ameisenbrocken, ich habe schwarze Ameisenmandibeln. Oh, danke. Hier hast du eine. Und Ameisenköpfe habe ich auch, schwarze. Da habe ich dir eine Mandibel hingeschmissen. Ja, ich sehe sie. Hast du schwarze Ameisenbrocken? Ja, habe ich auch. Und die Ameisen. Dreh dich mal ein bisschen, weil du schmeißt die gerade, die Mandibeln hast du gerade hinter das. Entschuldigung. Komm ich kaum dran. Ne? Entschuldigung. Ja, hast du nicht. War ja keine Absicht. So. Dann habe ich schon mal wieder zwei Plätze. Baumwanzenbrocken? Nee. Ich habe mal kurz die Steine fallen lassen. Könnte mir jemand 4 von den Ameisenteilenbrocken und Dingens da geben? Schwarze Ameisenbrocken? Nee, diese von den Ameisenlöwen. Die wir die ganze Zeit losgezogen sind für die Rüstung. Hier sind 2. Moment. 1. Dann kriege ich nämlich auch den Bindfaden da los, den Spinnenfaden, und dann habe ich wieder einen Platz frei. So, hier, 4 Stück. Nicht. Merci. Brauchst du noch die Zangen? Nee, da so, hast du ja, was nicht. Zange. Hast du? Eine Zange. Okay. Bitteschön. Dankeschön. Kieselchen brauchen wir nicht, die können wir hier lassen. Was? Die Kieselchen, die Sellen gerade abgeworfen hat, die können wir hier lassen. Also ich habe jetzt noch 2 Plätze frei. Ich 3. Weil ich kann den Kiesel noch wegwerfen. Wie auch immer der in meine Tasche gelandet ist. Obwohl, so einen ganz normalen Ameisenkopf können wir auch weglassen. Ja, davon haben wir auch genug. Aber nicht die schwarzen, die schwarzen brauchen wir. Ja. Wir sind die Quarantäne. Ich weiß nicht zu viel weg, weil wir wissen ja nicht, wie viel Loot wir noch kriegen. So. Egal, geh mal schlafen. Können wir machen, ja. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 10:15. Sam? Gut, jetzt haben wir zumindest geschlafen. Das Wasser. At least it's clean. Dann kann ich ja auch meine Flasche auffüllen. Dann essen. Ich hol doch mal ein paar Pilze, weil das ist alles, was ich noch habe. Die komischen Riegel hast du doch noch, oder? Ach ja, ich habe noch 4 Müsli-Riegel, ja. Jetzt esse ich trotzdem erstmal die Pilze auf. Okay. So. So, trinken. Aber hier, okay. Wir haben gegessen, was getrunken. Habt ihr eure Flaschen aufgefüllt? Ja. Ganz wichtig. Habe ich jetzt schon wieder meine Flasche in die Ecke geschmissen? Zu trinken, bis ihr fast am Platzen seid. Hab ich. Gut, dann können wir uns hier umgucken, ne? Hallo! Ich könnte hier. Ja. Ich
glaube, hier wird es nicht gefunden. Wunderbar, 300. Da ist, guck mal, da ist B. B freigeschaltet, sehr schön. So. Los, Sel, hol dir die Kugel. Nee, ich wollte Nirka filmen, wenn sie wieder leuchtet. Okay. Da war ich wohl zu langsam. Oh, Pink. Da ist wieder eine lustige Tafel. Defense Array, aha. Is it mit Burgle ominent? Aha. Shock Pillars, aha, er hat Schock. Schocksäulen aufgestellt. High Beams, hohe Strahlen, Low Beam. Seid ihr fertig? Ich hätte hier noch was zum Vorlesen. Ja, mach ruhig. Es ist nur allzu klar, so benebelt ich in letzter Zeit auch gewesen sein mag, dass es eine gewisse Ordnung dringend erforderlich ist. Notizen, Blaupausen, Aufnahmen, alles dummerweise frei zugänglich. Ich will nie wieder mit einer Soldatenameise um meine wichtige Forschungsmaterialien kämpfen. Okay. Ich vermute, dass hier weit größere Kräfte am Werk sind als eine verärgerte Kolonie. Es ist, als würde jemand im Schatten jede meiner Bewegungen beobachten. Falls Ominent irgendwie von den verheerenden Fähigkeiten der Mixer mehr Technologien erfahren hat, tja, dann wird es Zeit für eine echte Sicherheitsmaßnahme. Ich unterbreche die Projektarbeit, um dieses Labor noch ein wenig aufzupeppen. Außerdem gibt es Pläne für die Umnutzung eines alten Idee von Robbie, die mürrische Management-Einheit. Diese plumpe Programmierung lässt Raum für Verbesserungen hinsichtlich ihrer Einstellungen und Gott bewahre, dass Burgle jemals mit ihr interagieren muss. Ich will mich gar nicht vorstellen, wie die beiden plaudern und über ihre Vorgesetzten lamentieren. Es scheint ziemlich eifersüchtig zu sein. Er, Thüring, stehe mir bei. Wie auch immer. Ich muss mich an die Arbeit machen. Okay. Also entweder hat er seine KI zu gut oder zu schlecht programmiert. Kann man jetzt drüber streiten, ne? Ja, kann man. So, jetzt sollten wir, glaube ich, auch den Kabel folgen. Light. Burn back the shadows and turn away the inky depths of the night. Ach, ich weiß, wo wir rauskommen. Ja, das ist der Gang. Das ist der Gang, wo wir eben waren. Ja, sei ja, kommen wir jetzt vorne raus. Ja, aber wir haben jetzt ja Bea jetzt freigeschaltet. Ja. Hab ich rumgefummelt. Ah, es ist hier, jetzt kommen wir hier vorne nämlich rein, genau. Ah, da wo wir jetzt gerade eben waren, das ist noch ein anderer Gang. Da ist zwar kein Kabel, das an der Decke lang führt, allerdings halt ein Gang. Ja. Yay, ist offen. Müssen wir mal im Kopf behalten, dass da noch ein Gang ist, ja. Da sind Computer, wo man gar nicht drankommt. Ja. Warum auch immer. Die werden von hier mit Strom versorgt. Interessant. Vorsicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Oha, mehrere. Ja. Einige. Hier riecht's nach Ärger. Ich werde gerade noch gucken, was gegen schwarzen Ameisen am besten hilft, aber ich glaube, es wäre nicht viele. Einfach töten. Schaffen wir aber. Das hilft. Was? Einfach töten, das hilft. Naja. Und Ausdauer haben?
dazu. Warte mal, lass mich mal plündern. Kann ich schon haben. Hier, warte. Ein Ameisenkopf. Und Brocken, hier. Ja. Hast du? Ja. Gut, warte mal, was ist das hier? Das ist Ton. Brauchen wir nicht. Jetzt zumindest. Da oben ist noch ein Dings. Ein Leuchtböbel. Ja. Und da sind noch Marmor. Warte mal, aber da hinten kommen wir von der anderen Seite nur rein. Hier geht's das rein. Ja, hüpf. Oder auch nicht. Nein, da okay. Ist nur Glas. Warte, ahaha, hier ist ein Glas mit Sprung. Leute, zurück. Bombe wird eingesetzt. Nicht so Bombe. Gut, dass ich ein paar dabei habe. Seid ihr alle weit weg? Ich denke schon. Bombe? Weit genug, die sterben zu sehen. Ja, ja. Warte, warte, Alarm, warte. Da ist noch Säure. Jetzt ist sie weg. Außerdem haben wir jetzt einen Alarm ausgelöst. Okay. Klingt ungesund. Oh, das sind diese Schockwellen. Müsst aufpassen. Eben auf der Scheibe, Quatsch, auf der Scheibe. Mega, heil dich mal. Okay. Ein kleiner Burger, der mich töten wird, stand auf dem Monitor. Oh. Das ist etwas größere, Achtung. Der System Manager. Vielleicht kriegen wir da endlich mal eine Karte her. Ja, wahrscheinlich. Boah, ist das ein Vieh! Ja, der ist ein Vieh. So einen großen haben wir noch nie gehabt. Nee. Achtung, Laser! Ah. Oh. Ihr müsst euch ducken, wenn die Laser kommen oder drüber springen. Ah. Töten euch fast so. Ich hab keine Ausdauer. Beweg dich. Also. Das tot. Ich auch. Ah! Kann ich gerne aufheben? Ja, ich versuch's. Wenn ich könnte, jetzt. Ich werde dauernd angebitzelt. Jetzt bin ich auch gut. Okay, wir haben ja vorne die Betten. Ist ja kein Problem. Respawn. Okay. Genau. Ja, normalen Respawn, ja. Zweimal durchschütteln müssen wir nochmal. Ja, mindestens einmal. Da müssen wir vielleicht auch zwei, dreimal dagegen rennen. Ja, mein Gott. Ja. Sven, hast du noch ein paar Verbände? Insgesamt 17. Ja, also 3 oder 4 würden mir reichen. Ja, danke. Nirka, du auch noch? Ich habe noch 7, das reicht ja schon mal. Ach, naja, einen schon verdattelt. So, das ganze Futter ist, glaube ich, weg, ne? Ja. Ja. Und alles, was wir gesammelt haben. Kinas, ihr kriegt jetzt jeder von mir eine klebrige Dings, das halt nämlich auch, steht dran.
Ich habe hier zwei Smoothies noch dabei. Ein Heckenmeister, was auch immer, und kräftiges Menschenfutter. Hier, eins habe ich mal liegen. Vielleicht. Danke, genau. Ich habe den Schlons. Vielleicht, also, vielleicht als Notfall kann man, das steht dabei, dass man das auch heilt. Ja, wahrscheinlich ähnlich, ja, müssen wir gucken. Ich habe einen aufgenommen. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich jetzt plötzlich nichts mehr im Beutel? Ja, haben wir alle nicht. Ist mir auch aufgefallen, was ist das? Nee. Ach, da steht eine Kaffeetasse, jetzt. Also Kinder, das haben wir wahrscheinlich jetzt Nerven und müssen wir ein paar Mal gegenrennen wahrscheinlich. Hat irgendeiner von euch den mal gescannt, den Krempel, der uns da anhängt? Nein. Das ist mir eingefallen, als ich schon tot umgefallen bin. Hier links. Genau, wir sind nur einfach den Kabel nachgelatscht. Ach, Entschuldigung, ich hab gedacht, es wäre eine Fliegerameise. Nee. Aber die kann. Ja, jetzt geht's zu warnen. Schnell tot machen. Ganz ja. Eine schwarze Ameise mit komischen Streifen und Gurkens. Ist mir noch nie aufgefallen. Das war die mir fast tot hatten. Nein, das war eine neue. Die andere ist schon längst weg und Selen ist auch schon längst weg. Komm, lass uns laufen. Selen lässt uns im Stich, so. Selen ist eine praktisch motivierte... motivierte Praktikantin. Herr von und zu, ich hätte dir dann wieder schwarzes Ameisenzeug. Ja. Wenn die beiden Schlafzimmer da sind, bin ich Chef, ja. Weißt du? Ah, du, ja, ich tue so reflexartig looten, da kann ich gar nichts dagegen tun. Das, ich sehe die sterben und dann habe ich die schon gelootet. Okay. Das ist ein schierer Reflex. Ja. Ich muss ja fast in allen Spielen schnell sein. Haben wir noch Zeug für ein Zelt? Wahrscheinlich nicht, ne? Das alles sitzt im Sack. Ich wollte gerade sagen, erstmal brauchen wir unseren Sack. Aber ich glaube nicht, nee. Ach, jetzt ist hier wieder zu. Jetzt müssen wir erst wieder oben. Echt jetzt? Erst oben wieder aufmachen. Ja, oben wieder aufmachen wahrscheinlich, ja. Und dann hier jetzt jedes Mal eine Bombe. So viele Bomben haben wir doch nicht. Nee. Bomben brauchen wir hoffentlich nicht mehr. Nee. Ist kaputt. Fenster ist kaputt. Gut. Schnell. Erstmal Zeug holen. Perfekt. So, ein Zelt bauen, wann mal? Wie bist du? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Ein Zelt bauen, hast du gesagt. Ja, aber haben wir denn das Material dafür? Nee. Ich glaube nicht. Ich habe dafür nichts. Dann guck doch mal, ob die hier ein Zelt auf. Das glaube ich nicht. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie man das Zelt macht, mache. Einfach die Blaupause hinstellen. Unterlagerung und Nützliches. Nee, Kleeblatt, das habe ich nicht. Ja, und ich auch nicht. Nein. Allen möglichen Schamas, nur das nicht. Ja, gut. Aber das ist der Weg dann ja auch nicht. So, haben wir irgendwie eine Idee, uns eine Taktik auszudenken? Oder nee. Hauen wir einfach drauf? Scannen wir mal wirklich. Also irgendeiner müsste ganz kurz mal die Ruhe bewahren und scannen. Also, ja, kann ich seid machen. Ihr soweit? Ja. Dann touch ich den Computer an. Alle fertig? Ja. Los geht's. Jetzt geht hinter uns nämlich die Tür zu, seht ihr? Wir können auch nicht mehr flüchten. Hast du es gescannt? Ja. Hab ich. Ich verstehe dich gerade nicht, das Ding ist. Ich auch nicht. Der ist so laut. Achtung.
euch hinter solchen Geräten versteckt, dass der erstmal hier nicht wird. Weil hier in der Ecke zum Beispiel kommt kein Laser hin. Okay. Aber zur Hälfte haben wir nicht hin. Ja. Oh, ja, die Laser. Also verstecken geht nur bedingt. Ja, aber. Nein, ich bin tot. Ja, hat nicht geklappt. Mit Verstecken hat's nicht geklappt. Also. Müssen wir uns vielleicht doch irgendwo einen Kleeblatt holen gehen, ne? Sellen ist auch tot. Junge, ja. Ich hab nicht noch sterben gesehen, also das war Nummer 2. Ja, wir müssen irgendwie den Laserstrahlen besser ausweichen. Ja, die sind übel. So, jetzt halt. Wir haben das Ding jetzt gedingst, ne? Das war bei Daten. Achso, genau. Wütend. Mal gucken. Assistent Manager. Aufbrechen, salzig, sauer. Hacken, also resistent gegen Stechen. Was? Also wir brauchen den Hammer. Hallo Guru. Oh. Also mit dem Hammer draufschlagen. Oder mit salzigen und sauren Pfeilen. Okay. Ja gut, das Stechen, das hat eigentlich sehr viel gebraucht. Da wird das mit dem Hammer ruckzuck gehen, ne? Ich fand dann eigentlich auch, dass er nicht resistent gegen meinen Speer war, aber meine nehmen wir halt der Hammer mal. Also Keule war definitiv schlechter. Das habe ich gemerkt. Also ich meine nicht mit der Geschwindigkeit, wie ich da drauf haue beim Speer, aber ist hier kein Problem. Wir probieren mal halt noch den Hammer. Nee, hast du schon richtig gesehen. Das war definitiv besser mit dem Stechen. Mit dem Speer, ne? Der war nicht schlecht. Also besser als die Keule auf jeden Fall. Die war richtig Mist. Ja, egal. Wir probieren es auch noch mit dem Hammer. Also. Wobei ich mich damit wieder klobig vorkomme. Ja. Wie geht's dir, Guru? Aber immerhin zur Hälfte haben wir eine Runde, also irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, klar, irgendwann. Man kennt das ja, immer ein paar Mal dagegen rennen, irgendwann hat man den Trick raus. Ja. Vor allen Dingen, wir sind ja zu dritt, ne? Also das ist ein riesen Unterschied. Ich kenne das noch von Neverwinter, wie oft sind wir in manchen Instanzen reingerannt, bis wir es endlich geschafft haben. Ja. Ja, das ist natürlich schön. Oh, ich wieder mein Speer, sonst bin ich zu langsam. Ja, ein paar Mal kannst du das hier vergessen. Da brauche ich ja noch 300 Jahre. Stimmt. Ja, ich bin nicht hier stehen. Da kommt noch eine. Ja. Oh, das ist eine normale. Die hilft nur. Ja, haut auch ab. So, hier ist noch was zu looten. Ja, ich war schon. Ganz tapfer. Super. Ich war ganz tapfer. Brav. Oh, das Vieh ist sackrig laut. Ich habe Zellen dann nicht mehr verstanden. Das Vieh ist so laut. Du kannst mir die Lautstärke auch einstellen. Ich weiß nicht, ob ich das noch. Also Umgebungslautstärke ist das, glaube ich. Dass du die ein bisschen runterdrehst. Das waren die Schmerzensschreie des Roboters. Oder Effektlautstärke. Ja, ich mach mal beides ein bisschen runter. Ja. Weil es war jetzt gerade übel. Ich habe ja eh so empfindliche Öhrchen. Überall, wo ich sage, dass ich das Zeug zu laut finde, jeder andere, wieso denn? Das ist doch nicht laut. Mir fliegen die Ohren weg. Ich habe echt mega empfindliche Ohren. Also, wenn ich mir überlegt, ich bin 50 und ich habe so sensible Ohren. Irgendwie seid ihr schneller als mich.
Seid ihr gerade am Rennen gewesen? Nein. Nein. Okay. Ah. Aber warte mal, ich könnte mal jetzt, wo ich mit dem Hammer kämpfe, mal gucken, ob ich eine Mutation habe, die mir besser mit dem Hammer kämpfen und mich besser mit dem Hammer kämpfen lässt. Machst du trotzdem mal auf, dass man die Rucksäcke holen können schon? Ja, warte, achso. Ich muss auch erstmal was gucken. Die kommen ja erst, wenn ich den Computer andatsche. Ah ja, okay, warte, mach mal schon mal auf. Und warte mal noch den Computer antatschen. Hasenpfote, Lippenstift. Oh, Abwesenheitserlaubnis. Ja, ja, Willow ist ja so ein bisschen gothic, ne? Ja, du, die hat sich von den Eltern das Ding gefälscht, dass sie mal aus der Schule bleiben darf. Mhm, genau, so. Wer hat das nicht schon mal getan? Niemals. Oh, Mutation. Speerwerfer, Parademeister. Oh, meine Knochen. Und es regnet schon wieder. Ich krieg kaum Luft. Und dafür, dass ich das Schild habe, habe ich es wahnsinnig oft gebraucht. Null. Ich vergesse das. Ja, ich bin und deswegen benutze ich keins, weil ich sowieso nicht benutze. Statt der linke Maus zu haben, mit der rechten Maus, dass du das einfach nur ein bisschen üben. Ja, vor allen Dingen, wenn ich so einen Einzelgegner habe, ist in Ordnung, aber wenn dann so die Laser um die Ohren fliegen, plus dann noch ne, diesen Krawall hier, bin ich ein bisschen überfordert, logisch. Wie gesagt, wir brauchen jetzt einfach nur Geduld, immer wieder dagegen rennen, bis halt nichts mehr geht. So wie mein kleiner Bruder, wenn er überfordert war, warte. So komme ich mir dann auch vor, wenn der Roboter da auf mich zukommt. Warte mal kurz, ich muss mal durch die Schuhe zugehen. Jemand ist denn? Scheiße, jetzt ja, so weit. Nein, ich bin noch nicht so weit. Stunden später. Wie war das damit, bis sie fertig sind? So, schön, hier, Kieselbeißer. Es ist genau die richtige. Ach nee, Aufbruch, Erntetempo. Baust du dir den Hammer? Nein. Ja, scheinbar. Nein. Er muss sich jetzt selig und moralisch und bla bla nein. Bla und. Ich gucke nur, ob ich noch eine bessere Kampfmutation habe. So, kann losgehen. Fertig. Jupp. Juhu. Und wir müssen wahrscheinlich während der. Oh je, ne. Vergiss es. Während also der Laserphase einfach nicht kämpfen, sondern nur springen. Sorry. Ich komme mir vor wie. Sehr langsam. Und wir haben gerade eine Ecke getränkt gehabt. Achtung. Gut, die erste Welle haben wir geschafft. Ja, ich habe auch schon Heilding reingeschmissen. Nächste Welle. Drüber? Okay. Ich bin drüber, ja. Ich bin schon wieder tot. Zweite Welle. Dritte Welle. Pass auf, spring hinter dir, Laser, nicht. Ich lebe noch. Und jetzt wird's richtig eklig. Und jetzt bin ich tot. Jetzt tun nämlich diese Säulen. Seht ihr das? Säulen, ja. Was, das misst wie eklig. Down, aber das Inventar ist sowas von zerfetzt.
Der ist so lang. Ja, das Problem ist, ich habe auch keine Rüstung mehr, richtig. Also meine Beinrüstung ist kaputt, das ist das Problem. Bei mir ist nur der Helm ein bisschen gedeppert. Aber den kann ich nicht reparieren, weil das Zeug haben wir nicht. Ja, geht mir genauso. Ich habe keine Seiten. Der Hähnchen? Ja, ich bin noch da. Sag mal, wenn wir... Achso, wir können ja nicht raus. Der macht uns ja die Klappe zu. Ich hätte gesagt, wir müssten uns an den Rand stellen und versuchen, den ein bisschen aus der Mitte rauszulocken. Aber der macht uns ja das Ding zu. Ja. Wie ist denn das mit den Bomben? Funktionieren die auch für irgendwas anders? Also, oder muss man die tatsächlich an irgendwas dran machen, wo es dafür vorgesehen ist? Nee, die kann ich auch so werfen, nur steht, dass er gegen Bomben irresistent wäre. Ah. Das Problem ist auch, die macht ja eine große Reichweite, nicht, dass sie uns dann auch noch trifft. Habt ihr zwischendurch mal getrunken und so, ne? Ich bin immer jedes Mal hier an der Flasche stehen. Ja. Erster. Trink mal ruhig. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Also ja. Mein Hammer ist für einen Eimer, der macht noch weniger Schaden als mein Puppen. Ja, also ich fand auch, dass der Arsch langsam ist. Ich nehm auch wieder die Axt. Und ich mein Speer. Also ich finde, dafür, dass wir jetzt länger überlebt haben, haben wir nicht mehr Schaden gemacht, weil der Hammer so lahmarschig war. Ja. Wenn wir jetzt noch mal so lange überleben, sollte man besser weiter tot haben, hoffe ich. Also wenn man schon mal zwei Drittel... Ich meine, man war mindestens unter der Hälfte, oder? Wenn nur minimal. Mhm. Selbst was ich gesehen habe, war knapp die Hälfte. Und ja, das haben wir... ein bisschen drauf rumgeprügelt. Und dann haben mich zwei von den anderen Stinkern in die Ecke gedrängt. Und die habe ich versucht, so gut es ging, zu ignorieren und immer nur auf den Dicken zu hauen. Ja, das ist doch am besten, glaube ich, aber... Weil, wenn dann jetzt noch die Dinger da anfangen zu blitzen, dann wird es ja richtig eklig. Wie ist denn das mit deiner Rüstung? Ist sie noch so ein Schnipselchen ganz oder komplett im Eimer? Meine Fußrüstung ist komplett, meine Beinrüstung ist komplett im Eimer. Bei mir ist nur der Helm fast kaputt. Der Rest geht noch. Also ich kann wieder mal ordentlich ein paar auf den Dates kriegen. Denen kann man halt nichts machen, ne? Ja, kannst nur da den... Ich will nur mal gucken, ob hier noch irgendwo was anderes... Ne, den müssen wir... Ne. Nur weil der Schiss hat, dass wir irgendwelche Unterlagen kriegen. Schrecklich. Naja, wenn das ja eigentlich auch vor Ominent verbergen wollte, ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Naja, aber war wohl vergeblich. Ich glaube nicht, dass Ominent das Zeug hat, oder? So, ich gehe mal hier oben hin. Zwei Roboter tot. Gleich wieder in einen reingesprungen.
nicht dafür in die Blitzdinger. Geschafft. So. Kleine Roboter tot. Runde Nummer 2. Scheiße. Kann zufällig jemand? Ja. Komm. Schnell, schnell, schnell. Weil die kleinen Roboter sind ja alle tot. Zellen lenkt ab. Dankeschön. Achtung, ich bin kurz vor. Ja. Heil dich. Ich hab schnell ein Heilding genommen, ja. Schon wieder die nächsten. Ja. Schlimm. Ach, ich komme ja noch von hinten. Ja. Scheiße. Perfekt. So. Der Smoothie, den ich dir gegeben habe, der heilt fast um die Hälfte. Okay, gut, gut zu wissen. Und zwar sofort. Gleich in drei Laser gelaufen. Hm? Nein, pass erst auf dich auf, bevor du mich nicht aufhebst. Du bist gleich auch tot, siehst du? Das hat keinen Zweck, da müsst ihr jetzt. So. Lass die kleinen. Aber gegen die kleinen Roboter hilft der Hammer tatsächlich. Achtung. Zwei Drittel haben wir den dicken. Ja, es nützt uns aber nichts, wenn du es nicht aufhebst. Ich kann gerade nicht. Weil die verfolgen mich ja. Achtung. Tipp. Ja. Warte mal, ich bin doch doof. Hilfe. Gib du einfach weiter. Ich komme nach. Ich kann noch von der Station auf. Ich glaube nicht, dass das geht. Auch wenn du noch kämpfst, geht's. Du kommst schon nicht rein. Ach ja, das stimmt. Schade. Drei Balken noch. Dann schaffen wir es das nächste Mal. Ich wollt noch mal so ein Dings holen, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen. Ja. Fast geschafft. Schaffen wir es das nächste Mal. Also wie gesagt, dieser Saft hält fast die Hälfte. So, ich hab mich jetzt... Wo seid ihr denn? Ich bin schon wieder vorgelaufen, ich bin schon fast wieder im Labor. Ich dachte ja, ich kann euch so beistehen, aber es ging ja nicht. Nee, du kommst ja nicht rein. Ja, da hatte ich nicht dran gedacht. Aber es waren nur noch so 3, 3,5 Balken ungefähr. Ich war stolz auf mich. Ich habe auf den eingeprügelt wie blöde. Ja, das hat auch ziemlich krass ausgesehen. Ich habe am Anfang habe ich die kleinen Roboter getötet. Die gehen mit dem Hammer wirklich schnell. Und dann habe ich nur noch den dicken verhauen. Da hätte noch jemand die zwei kleinen fake machen müssen. Aber ja, ihr wart ja dann auf einmal nicht mehr da. Ich stand da etwas alleine. Ja, wir hatten keine Lust mehr. Ja, es war mir klar. Faulpilze. Schlimm, schlimm. Oh, gar nichts mehr so. Ich habe nur noch vier Verbände. Zur Not müssen wir auch erstmal wieder, also wir könnten ja theoretisch auch hier erstmal wieder rausgehen, also den ganzen Weg, den wir gekommen sind, zurückgehen, unsere Rüstung noch ein bisschen verbessern und dann nur zurückkehren. Aber wir können es erstmal noch mal ein, zwei Mal versuchen. Also, wir haben es da schon fast geschafft. Ich meine nur zur Not. Falls wir doch nicht ihn jetzt doch nicht platt machen können, so. Können wir das ja auch noch mal versuchen.
Habt ihr eure Tränke und Bänder auch vorne in der Leiste drin? Ja. Smoothies da. Die Smoothie und die Verbände habe ich beides in der Leiste auf 8 und auf 7. Gut. Weil trinken wollte ich jetzt eh nicht. Fertig, bereit? Mhm. So kann ich jetzt. Ich bin geflogen, sorry Leute. Auch. Du auch? Jo. Okay. Ich nehme dich an die Hand und wusch. Ja, mit dem Kampf, das ist natürlich klasse. Es wäre doch super gewesen. So ganz keine verfügbaren Spiele. Ja, weil ich muss das Spiel erstmal wieder starten. Das ist. Ach, du bist geflogen. Du hast uns. Ich habe doch gesagt, ich bin geflogen. Er hat uns rausgeschmissen. Guck ja. An. Nee. Zu dritt geflattert. Aber ich wenigstens. Oh, mal Lobby. Die Muse, was zu trinken. Lobby steht, ihr könnt euch anmelden. Ich habe mir eine Zitronen-Ingwer-Peppermint-Tee-Limo gemacht. Wow. Ein bisschen zu viel, ich trinke ja schon seit 2 Wochen. Also Zitronen mit Pfefferminz und dann ein bisschen Sprudel nehme ich an, oder? Nee, Sprudel habe ich weggelassen, sonst muss ich blubbern. Ja, weil Limo, für mich heißt Limo halt, das muss blubbern. Jo, du für mich auch, aber ich habe gerade heute mal nachgeguckt, wie die Definition ist. Es ist tatsächlich einfach nur ein Erfrischungsgetränk mit mit Zucker. Aha. Kann mit Kohlensäure, muss aber nicht und auf keinen Fall Alkohol. Ja. Für mich gehört da einfach Blubber dazu. Brauche ich einfach. Limo auch nur mit Kohlensäure. Und ja. Ehrlich gesagt, ohne Blubber finde ich es auch nicht so lecker. Genau, dann das wird hier eher spannend durch das Blubber. Ja, das ist Ingwerzeug, das ist so ein bisschen kratzelig hinten im Hals. Da ja. Möchte ich nicht noch extra. Und wie gesagt, wir gehen ja hier und wenn ich die ganze Zeit wehren müsste, das wäre nicht lustig. Also ich bin wieder im Schlafzimmer aufgewacht. Ich nicht, ich bin vorne vor dem Dings aufgewacht. Ich bin noch am Laden. Also vor dem Tor. Die letzte Ingwer-Phase, die ich ja exzessiv hatte, war wegen dem Zahnweh und seitdem habe ich jetzt erstmal genug Ingwer. Das hängt mir noch nach. Da hatte ich ja Ingwer-Tee bis zum Abwinken getrunken, damit mein Zahnweh aushaltbar war. Ja, Ingwer ist eigentlich auch nicht so mein Ding. Es riecht zwar lecker, aber dieses Würzige da in so einem Nachgang. Also ich habe so einen Ingwer-Johannisbeer-Tee, den hat mir Heiko mal geschickt. Der schmeckt zwar lecker, der schmeckt wirklich lecker, aber trinke ich auch nicht so oft, weil wie gesagt, Ingwer habe ich hauptsächlich, wenn ich Zahnweh habe, aber in letzter Zeit habe ich toi kein Probleme mehr gehabt. Seitdem die eine Woche so furchtbar geschwollen war und ich ja schon dachte, also jetzt ist alles vorbei, seitdem habe ich jetzt wieder Ruhe, zum Glück. Da war ja immer das Zahnfleisch so dick geworden. Na gut, wenn du den Geschmack dann noch mit der mit den Schmerzen dann noch verbindest, dann hast du ja wirklich keinen Bock mehr drauf, ne? So wie ich auf Zwieback leicht allergisch reagiere. Kann ich verstehen. Hallo Wölfchen. Nix sparen, Geier. Sparen dir den Geier selber, so. Rucksack ist an der gleichen Stelle, schön. Das wollte ich gerade sagen, hallo Pran, haha, jetzt komm raus. Wie geht's dir, Wölfchen? So, wie sieht's aus? Wer kloppt die Kleinen weg? Wer hat denn, sagen wir mal, von dem Draufdreschen, wer hat denn richtig gut Erfahrung jetzt bei dem Großen gehabt? Ja, ich meine,
Also, ich kann mir die kleinen vornehmen, wenn ihr wollt. Aber mit dem Hammer dann, ne? Die gehen ja dann wirklich ganz schnell. Okay, ja. Gut. Dann machen wir das mit dem Anstichschild. Dass einer die Kleinen wegmacht und gut gerecht, kümmert sich schon den Dicken. Ja, das kann man machen. Mal so ein bisschen Dungeon abfangen von Everton da benutzen. Können die Stromdinger sich jemand anderes aussuchen? Habt ihr's? Ach shit, ich hatte mir doch. Jetzt habe ich den Blutin in mir vorne. Bei mir ja Blumen waren. Überlebt? Ja. So, getroffen. Ein Smoothie reingezogen. Ein Verband angelegt. Ich komme. Wir haben jetzt mehr als die Hälfte. Vorsicht! Nicht genug. Ja, von hinten kam einer. Okay, ich muss wieder. Wenn wir die Runde nicht schaffen, kann ich kein Smoothie mehr. Wir haben ihn gleich. Kein Fehler machen. Komm schon. Stirb. Vorbei. Jawohl. Ja. Yeah. Jetzt nicht sterben. Nein. Ich bin voll in die Laser gesprungen. Ich habe ihn gelootet. 1000 super. Punkte. Und die Managerkarte. Ja, ich glaube, sie habe ich gerade geholt. Ich tue gerade Dings aufheben. Ja. Wie geil! Und ich hatte zwischendurch plötzlich meine Waffen nicht mehr, weil ich irgendwie gedreht habe am Mausrad. Hab zum Schluss nur noch mit der Faust draufgehauen. So, die Faserverbände sind jetzt verbraucht. Ja, ich habe auch nichts mehr. Das heißt doch, zwei habe ich noch. Zwei Verbände habe ich noch. Mirka muss die Finger ausruhen, ne? Und vor allem meine Nerven. Ja, das war ganz schön. Oh, wir haben es geschafft. Aber das war doch jetzt eine gute Arbeitsteilung. Erstmal die Kleinen wegmachen, der Rest kümmert sich. Ja, das war gut. Hat es denn zum Schluss jetzt überhaupt noch die Blitze gegeben? Nee, so weit ist der, glaube ich, nicht mehr gekommen. Ja. Du bist nicht lange da, Wölfchen, okay. Seid ihr da? Ja. Hast du keinen Helm mehr abgezogen oder ist er kaputt gegangen? Der ist wahrscheinlich kaputt. Der hatte ja nicht mehr viel Leben. Das ist nix, das ist gar nichts, ne? Alles kaputt. Ja. So, und jetzt sind wir über dem Kampf, den guckt. Ja. Erstmal geradeaus, würde ich sagen, oder? Ja. Ist auch alles kaputt. Da hat jemand gewütet. Da kann ich nichts machen. Da liegt noch was.
Diese verflixten Mixgeräte treiben immer noch sämtliche Kreaturen hier in den Wahnsinn. Um unsere Konzentrationssammlung kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir hier erst einmal weg von hier. Ich habe grobe Karte sämtlicher Standorte an der Tafel gezeichnet. Alle markierten Stellen müssten gut zu verteidigen sein, falls die örtlichen Kreaturen ähnlich aggressiv sind wie unsere Freunde an der Sprengtür. Also auf der Tafel soll... Kann ich jetzt nicht wirklich erkennen. Ja, doch so. Im Prinzip ist das schon der Garten. Aber hier zum Beispiel, hier ist ein auch eine Tür, aber da müssen wir irgendwie die Energie noch wiederherstellen. Was müssen wir? Hier. Ach, ist doch egal. Da ist auch noch rot gesperrt, oder? Ach nee. Ich hab nur die Karte gebraucht. Achtung. Nee, aha, das war ein Superchip. Da ist die Kassette. The production of raw science concentrate has been, for better or worse, spread across the yard. Given the unseen hands that move against me, it seems that no precaution is too much. No suggestion from my paranoid psyche too preposterous. It's paranoid. State of affairs, overrun by an enraged ant colony, and here I stand, naked, to the unblinking eyes spying upon my every move. Layers of abandonment and failure, like a frumpy, naked failure onion. But who sheds a tear for us, Burgle? Is it the onlookers in the shadows? Is it whomever stumbles upon our dwelling down here in the muck? This should please you all. Dr. Wendell Tully, humbled again. Well, enjoy your laughs, cruel winds of fate. But this onion has one more stink left to make. And sorry, old friend, but I'm going it alone. The leading data stores and running lab lockdown procedures. Wendell, out. Sehr theatralisch. Und hier ist noch ein Bild, dass ich irgendwie wieder nicht näher dran komme. Weil wenn ich die Maus rolle, für näher ranzugehen, verschiebe ich nur unten die Leiste. Ah, das sind diese verschiedenen Mixergeräte. Okay. Hm? Wunderbar, alles gut. Da sind jede Menge Reagenzgläser und Mixer und Messbecher und ich glaube, die Messbecher werden mich mein Leben lang verfolgen. Ich bin ja mal gespannt, wie es bei A21 dann läuft. Ob ich sie dann auch so ewig suchen muss. Was ist A21? Der Nachfolger von... Seven Days, ja. Dingsbums. Kriegt ein Update. Was ist das? Die kriegen ein Update. Da draußen. Da ist ein Schlauch. Ja. Ich hab ist der Gartenschlauch. Ja, wir haben ja dieses komische Ding da gefunden, ne? Ich höre irgendwo getrippelt. Über uns, oder? Hydration is the key to performance. So. Also das ist aber nur einer von mehreren Ausgängen, denn im Sandkasten hatten wir ja auch noch diesen einen Aus- oder Eingang gefunden. Aber egal, wir haben ja jetzt den Chip.
Und wir haben dieses monströsen Boss geschafft. Der war echt übel. Weißt du noch, in welchem Labor wir noch eine Tür hatten, wo man auch diese Assistentenkarte brauchte? War das nicht bei der Eiche vorne? Das kann sein, ja. Ich weiß das nicht mehr genau, aber es kann bei der Eiche gewesen sein. Braucht jemand Wasser? Da braucht man nur hinhüpfen. Wasser? Wo? Ach, da oben, ja. Ein bisschen geschickter springen. That was refreshing. Jetzt. Warum klettern wir jetzt auf den Gartenschlauch? Keine Ahnung, weil es selber oben steht. Ach, weil wir es können. Aha, okay. Ich weiß eh nicht, wo wir hin müssen. Ich dachte nur, so hat man ein bisschen Überblick. Wir müssen, wenn wir wieder zurück wollen, müssen wir nach Norden, sozusagen. Wieso kommt ihr da hoch und ich nicht? Autsch. Weil du falsch gesprungen bist? Egal. Wir müssen dann Richtung Schuppen, wenn wir wieder nach Hause wollen. Komm, wir laufen hier runter. Ja. Wo bist du? Ah, da unten. Das Problem ist... Bleibst du im Schlauch, oder? Das Problem ist, dass ich da nicht eben mal so rauskomme. Wie, du bist jetzt im Schlauch und kommst nicht wieder raus? Ja. Oh. Das ist super. Da ist bin ich. Jetzt hat so. Jetzt muss ich da noch drüber. Darf ich da mal rüber? Jetzt. Da musste ich jetzt erstmal in Ecken finden, wo der Schlauch so hoch über dem Boden hängt, dass ich drunter durchkrabbeln durfte. War da drin nichts Interessantes? Nee. Bisschen Gras, ein bisschen Pilze. Oh, jetzt hier einfach geradeaus weiter. Nö, das ist nur eine Wand. Ja, an der Wand vorbei. Immer an der Wand entlang, immer an der Wand entlang. Genau. Das ist Sandkasten. Ja. Da kommen wir eh nicht hoch. Autsch. Seid ihr alle da? Nein. Ja. Das war ein harter Kampf. Achtung, Spinne. Die hat uns gesehen. Nee, noch nicht. Jetzt hat sie uns gesehen. Beziehungsweise hat sie euch gesehen. Ich würde jetzt gerne mal nach Hause gehen, damit ich mir endlich eine neue Rüstung aufbauen kann. Und ihr scheucht die Spinnen auf. Ach, wir? Ja, ihr wart nämlich weiter vorne, ich war weiter hinten. Wie er wieder tut. Ja, nee, nichts tun. Naja, greif mich an, ich hab ein Schild. Poppes Pieksen, yay! Der letzte Atemzug. Ich wollte gerade sagen, mach. Dringend. Das ist krass, einem immer den Weg versperrt, oder? Ja. Das ist mein Schild, glaube ich. Ich bin zu breit. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Wir geben dem Schild die Dings. Ist in Ordnung. Armes Schild. Armer-Schild. Armes. März.
Braucht noch jemand was zu trinken? Nee. Achso, ich wollte gerade sagen, was läuft da? Das ist ein Tropfen. Genau, das ist ein Wassertropfen. Also wenn ihn keiner haben will, nehme ich ihn. Nimm. Tastes good. Brauch nur Futter. Ja, ich bei Gelegenheit auch. Ich habe auch nur was zu essen gebraucht. Ich bin hungry. Die Pilze sind jetzt nicht so nahrhaft. Besser wie nix. Ja, Pilze verhindern, dass du verhungerst. Kratz. Ich hole schon mal ein bisschen Material. Ich muss nämlich um meine Verbände auffüllen. Stimmt. Kratz, kratz. In the future. Na? Achtung, da oben ist ein Bombardierkäfer. Autsch. Wie geht's dir, Future? Du blödes Vieh. Könnten wir vielleicht mal versuchen, nicht jedes Monster mitzunehmen, solange wir so schlecht geschützt sind? Ist ja jetzt nicht so, dass sie mir gesagt haben, greif an. Du hast angegriffen. Der hat mich vielleicht angespritzt. Wir hätten vielleicht auch weglaufen können. Der hat mich angespritzt. Wir hätten vielleicht auch weglaufen können. Er hat mich angespritzt. Ja, das geht Frechheit. Natürlich nicht, ne? Frechheit. Ja, kann er ganz, nur. Lass mal klarstellen, wer hier der Chef ist hier. Ja, ja. Da braucht man eine Dreier. Dann können wir diese komische Klette ab. Das müsste eins der neuen Gebilde sein, oder? Was? Das kann mich nicht erinnern, diese Pflanze je gesehen zu haben. Was für eine Pflanze da? Ja, die da! Oh, sieht so ähnlich aus wie eine Distel. Ist aber ja. Sieht aus, als wäre es verdorrt. So Kletten sind da dran. Wovon redest du? Ja, da! Da ist nichts. Doch, ah, jetzt? Da ist was. Ja, jetzt wurde die war tatsächlich da. Jetzt wurde sie eine Klette. Jetzt, wo sie angestoßen hast, da war sie plötzlich zu sehen, aber vorher war sie unsichtbar bei mir. Vorsicht! Aber ich denke mal, die ist neu, die haben wir noch nie gehabt. Kann ja sein. Aber wir brauchen mal eine Dreier-Axt dafür. Aber es ist mir halt gerade aufgefallen, dass wir diese Pflanze noch nie hatten. Warte mal, Moment. Das ist schon wieder Stechmücken. Die umgehen wir jetzt mal gerade. Und du zwar musst dich heilen. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich habe keinen. Aber das reicht. Erstmal. Da ist wieder die versiffte Marie. Ja, ich wollte jetzt auch hier quer durch. Immer noch dein Magen. Das ist aber jetzt, wie lange jetzt schon? Eine Woche oder so, oder? Wo du mit deinem Magen rumduschst. Notfalls mal beim Arzt vorstellig werden. Das so andauernd ist. Das ist unser Orion-Keks. Die sind alle unterm Keks. Ja, ja, die. Die warten nur auf die. Stopp, da ist die Spinne. Spinne, ja. Hey, Aunt. What's the news? War schon beim Dog, okay. Der Keks sieht aus, als hätte er Beine. Hoffentlich nichts Ernstes. Mit deinem Magen.
Wir haben auf jeden Fall die erste neue Pflanze gefunden. Da steht noch mal so eine. Zwischen den Trockenkräusern, seht ihr das? Ja. Steht noch so eine. Kre. Yay, Shivas. Jenny, ist klar, Future, ist klar. Der dir jetzt so passen. Moment mal kurz, ich muss mal gerade kurz AFK, bei uns hat es gerade geklingelt. Okay. Auch dir dürfte ja hier nichts mehr passieren, wir sind hier fast daheim. Alles klar, war die Post. Schön. Ein Weibi ist da. Zeige ich auch schon mal ein Weibi. Das hast du mir. hast du mir angetan, du. Du bist schuld. Ich habe noch gedacht, so seit wann? Ich habe immer Mecker gekriegt, wenn ich das sage. Wie lange ich denn jetzt? Okay, das reicht erstmal. Ich fall schon wieder durch die Lücken. Hm, was? Ach, ich bin die. Bin nicht gekommen. Warte mal, das kann man. Dann kann man das fertig bauen. Warte. Pilzriegel. Mehr kann man da auch nicht drin machen. War wunderbar. Ja, also wenn du jetzt auch eine Kochdrüse hattest, dann haben wir jetzt eine über, weil ich habe ja auch noch eine. Ja, ich habe noch eine. Ja, dann haben wir erstmal genug Vorrat auch an Kochdrüsen. Die Münzstücke kommen hier in die Küche. Salz kommt auch in die Küche, ne? Nicht, dass du wieder suchst. Aha, ich habe eine Schuppe. Dann kann ich ja mein Dings reparieren. Ja. So, ich habe wieder eine Mütze. Dann müssen wir bei Gelegenheit wieder nach Schuppen gucken. Mhm. 18 Ameisenlöwenteile hatte ich. Jetzt sind es nur noch 14. Okay. Aber meine Rüstung ist jetzt wieder vollständig. So, wir haben theoretisch die Möglichkeit, eine Dreierachse zu bauen, habe ich gerade gesehen. Aber dazu brauchen wir Termiten, Mandibeln, zwei Stück.
Termiten haben wir doch noch nie gesehen, oder? Nee, bist du auch nicht. Ist das eine der neuen Tiere? Nee, Termiten gab es früher schon, aber wir haben einfach noch keine gefunden. So. So, ich stelle den Antrag, das Püriergerät aus der Küche rauszustellen, weil das nur Brei zum Bauen produziert und nicht zum Essen. Ich sehe nichts. Den Antrag. Lass mich mal kurz gucken. Null. Sieht ja witzig aus. Für was brauchen wir eigentlich verdorbenes Fleisch? Zum Beispiel als für Felder als Dünger. Ah, okay. Zum Beispiel. Oh. Ich habe gerade festgestellt, dass wir die Pilz, dass wir die Fliegenpilzbrocken noch gar nicht verarbeiten können. Okay. Und nur die normalen Pilzbrocken. Naja. Kommen die ins Lager, können wir später dann was draus bauen. Der verdorbene Fleischbrei und der Pflanzenbrei, also der Pflanzenbrei ist definitiv später Futter, wenn wir die Mäuse haben. Und dann gab es noch irgendwas. Aber Pflanzenbrei war meines Wissens für die Haustiere später. Zum Füttern. Ja, so, und das fertige Seil mache ich dann zu den Spinnweben in die Kiste, oder? Weil da die werden ja am Spinnrad gemacht. Ich habe 6 fertige Seile. So, Fernkampf. Minzpfeile, dafür braucht man Federpfeile. Ach nee, Salz wollte ich machen, genau. Salz. Haben wir eine rote Ameisenmandibel? Weiß ich nicht. Oh, keine Ahnung. Ich habe irgendwelche Ameisensachen reingeschluckt, aber kein Plan. Zum Kopf. Spinnenfang. Seile brauchen wir. Wasserspinnen. Ich glaube nicht. Bräuchte ich mal eins? Einen Fliegenfilzbrocken müssen wir erforschen, der Herr. Das sagt er kein Wort. Du sagst ja, kein Wort. Dann nimm dir einen. Weil habe ich doch nicht drauf geachtet. Ich habe gedacht, die hätten wir schon längst. Ich konnte die abhauen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass wir damit noch nichts forschen konnten, nichts bauen konnten. Ausrufezeichen-Dingsbums. Ja, habe ich nicht gesehen. Da reicht übrigens einer, da musst du die alle mitnehmen. Ja, ich habe es aber jetzt nicht getrennt bekommen. Netzfaden gehört hier nicht rein. Genau. Seilseile brauchen wir einige. Ich finde keine roten Ameisen-Dingsbums. Das sind sie doch. Halt. So, dann kann man nämlich wieder was fertig bauen. So, Ameisenkopf ist fertig gebaut. Dann brauchen wir Spinnenfang. Ein Bienenpilz. Wasserflohzeug. Wasserspinnenbrocken. Eichenschalen habe ich, glaube ich, gesehen.
Eichenschwall. Und hier. Haben wir noch Bienenpilz? Nee, oder? Nee. Ich glaube nicht. So, wir haben mal nur die. Müssen wir eine vom Himmel holen, ne? Sind jetzt gerade keine da, als hätten sie es gerochen. Ist doch immer so, das weißt du doch. Genauso wie jetzt sich hier kein Rüsselkäfer auf. Ja, Rüsselkäfer sind ja bei uns eh wenig. Ja, oder irgendwas anderes, was man essen kann. Brauche ich nämlich bei Gelegenheit wieder was zu essen. Trotzdem scheint sich die Kuschelkage noch nicht erhöht zu haben, obwohl wir schon einen Großteil der Dingsköpfe gebaut haben. Wir müssen auch noch so so einen bunten Käfer müssen wir noch ein paar verkloppen. Brauchen wir 3 Stück für das fertig zu bauen. Bunte Käfer? Ja, sie meint Smaragdkäfer. Ah. Diese hübschen. Glaube ich jedenfalls, dass sie die meint. Die hübschen halt. So. Läuse sind von mir abgehauen. Alter. Immer das Gleiche. Ja, ja, der Future will uns ärgern. Wir könnten mal auf Piratenkörperfahrt gehen. Meinst du, kann ich ihn aussetzen? Vielleicht. Müssen wir mal gucken. Selin, kommst du mit? Ich bin gar nicht im Twitch on. Ich wollte den Computer nicht überlassen. Beziehungsweise ins Internet. Ah ja. Das ist ja praktisch, wenn die Läuse ganz hoch krabbeln und dann vom Blatt geholt werden, dann macht's Blatsch. Muss ich gar nichts mehr tun. Future geht nicht mit. Du müsst ihr den an Bord zerren. Hier ist eine Biene, die sich irgendwie verbuggt hat. Ach, unten eine Laus erstmal. Moment. Oh, könnt ihr mir mal helfen? Ich habe jetzt zwei. Bei Kugelkäferlarven. Bist du? Sehen sie ich. Ach, scheiße. Na. Entschuldigung, aber sie sind so nervig. Ich bin schon wieder fast tot. Ah. Kann mich einer hochheben? Nö, ist zu schwer. Dann lass sie doch erst warten, bis. Na gut, wenn ihr schon beide da seid, kann ich das Blatt machen. Die sind doch schnell tot. Und ich bin alleine gegen die Biss. Dankeschön. Ja, bin ich auch oft, wenn ich hier rumkrabbel. Ja, du bist besser, der bessere kann falls ich de. What's up? Ich muss ja gar nicht. Thanks, buddy. So. Danke. So, da ist eine Biene unterm Blatt irgendwie. Hat sie sich da festgebackt. Ja. Du brauchst doch noch einen Bienenpelz, oder? Ja, eigentlich mehrere, aber einen muss man anfangen. Ja, man kann es aber nicht angreifen. Doch, von hier. Ach, jetzt hat es Schaden. Ja.
Hauptsache, du kannst jetzt noch plündern. Nö, die ist abgehauen. Nee, ich kann sie plündern. Ah, ist sie tot? Ja, natürlich ist sie tot. Weil sie über mir direkt auf eine geflogen ist und ich dachte, das war die. Future, tut mir leid. Ich sag doch, ihr setzt ihn jetzt aus. Ich hab's genau gewusst. Sie haben ihn ausgesetzt. Nein, gar nicht. Future ist Möwenfutter geworden. Das heißt nicht, dass wir ihn ausgesetzt haben. Dass ich ihn ausgesetzt habe. Das ist ein kleiner Unterschied. Oh, was hältst du denn davon, wenn wir mal... Ach, oh, da ist schon Abend. Wir gehen, machen vielleicht am nächsten Tag. Ich gehe jetzt erstmal das Dings da forschen, dass das nicht vergessen wird. Ja, genau, das meinte ich. Und dann können wir das wahrscheinlich auch zu Pilzbrei verarbeiten. Hirnschwanzlevel. Pilzbrei, ja. Ja. Schwarzer Nashornkäferhammer, das ist dann auch neu. Nashornkäfer haben wir noch nicht gehabt. Ochsenzeug, Ochsengeschirr, Ochsenbeinwickel muss dann auch zu den neuen Sachen gehören. Weil irgendwas mit Ochsen hatten wir auch noch nicht. Ja, den Nashornkäfer, den gibt es schon lange. Den hatten, das ist jetzt nur erst freigeschaltet, weil wir es jetzt erst Level 13 haben. Nashornkäfer, also ich habe noch nie einen gesehen. Mhm. Haben wir auch noch nicht, weil wir noch nie so weit Norden, so weit im Garten, im oberen Garten waren. Aber die sind schon älter, die gibt's schon länger. Vom neuen Patch, das Einzige, was wirklich neu ist vom Patch, sind die Wespen. Aber die haben wir auch noch nicht gesehen. Bienenstachel, Bienenpelz, lecker. So, in der Küche sind zwei Läusebraten zum Greifen. Danke. Haben wir wo sind Braten? Auf dem Grill von der Küche. Ah, okay. Gebogene. Die ist Basis. Neu. Scheint neu zu sein. Das habe ich schon nie gesehen. Ich kaufe das mal. So, und dann haben wir noch 1800. Dann müssen wir eh wieder sparen. Ja. Man weiß, was man baut. Ja, kannst du runde Basen mitbauen. Toll. Jetzt hat lieber was Nützliches genommen. Egal. Du hast das mal mit uns besprochen. Was heißt runde Basen? Also nicht eckig oder wie? Ja, genau. Ich gehe mal davon aus, dass man auch vielleicht mal ein Türmchen an ein Haus anbauen kann oder etwas abrunden kann, dass das nicht alles viereckig sein muss. Ja, gut. Ich denke mal, das bietet viele Möglichkeiten beim Bauen. Ja. Also mir wäre es egal, ob du einen quadratischen oder einen runden Turm baust, aber... ja, gut, wenn du meinst. Was willst du denn? Hätten wir auch ein paar Kochrezepte uns holen können. Selbst mal schmeckert mit den Kochrezepten. Ja, aber Kochrezepte sind immer noch besser als... Naja, egal. Meint ihr mit Kochrezepten auch tatsächlich irgendwas zum Essen? Ja. Spinnenburger zum Beispiel. Solche Sachen, genau. Genau. Ja, aber dann hätten wir ein bisschen mehr Auswahl. Aber du hast ja gesagt, am Grill wäre was, ne? Ich hab mich... Future, wie er guckt. Ganz entsetzt. Spinnenbrocken haben wir jede Menge. Also ja, eben. Da ewig satt, ne? Ja, und wir müssen nur wieder ein paar Punkte zusammenkriegen. Wir müssen ja dann sowieso jetzt demnächst wieder zum Burger. Wir haben ja wieder so ein Dingsbums gekriegt. Superchip, ja. Würdet ihr mal, das ist mein Tee. Ich habe euch nicht eingeladen mitzutrinken. Geht weg da. Noch jemand drin, unerlaubterweise? Nein,
alle Schuhe mal raus. Gut, dann kann ich ja jetzt trinken. Wegen die fliegen bei dir den Tee mit? Mhm. Ja, das kenne ich. Schwimmen drin mit. Ja, ja. Hallo. Mhm. Dumm nur, dass sie nicht mehr rauskommen. Ganz geil ist ja, wenn du was Süßes dir zubereitest und die dann in das heiße Getränk reinfliegen, so blöd wie sie sind. Da wären gerade Dingsbums, Glühwürmchen. Wo? Ja, da unten. Unten, okay. Wo sie immer sind. Seid ich aus dem Haus raus? Doch da. Die brauchen wir doch für die Mützen zu heilen. Beziehungsweise wir könnten uns auch neue dann Mützen bauen, aber... Egal wie, jedenfalls brauchen wir bitte für Glühwürmer. Würdest du dich mal heilen, Jaka, oder sehe ich das falsch, das doch zu helfen? Das ist minimal schon. Oh, okay. Nicht mal ein Drittel. Also da sind 1, 2, 3 mit 4 und irgendein Vieh, das ich nicht zuordnen kann. Ich glaube, da hast du... Jetzt hast du drauf. Sehr schön. Also einzeln sind sie ja. Lächerlich einfach. Komm. Na komm. Du brauchst noch 2 Piekser. Lass sie kommen. Guck, wie sie hängt. Hilfe, abgestürzt. Hast du tot? Super. Ja. Super. Das war Nummer 1. Ich hab mich hingeschmissen, ich wüsste. Hast du ihn weggeworfen? Nee, das ist da, aber es wollte jetzt irgendwie nicht. Oh, hast du wieder da eine? Nee, das ist ein Hubschrauber. Blechmücke. Sag ich doch Hubschrauber. Warte mal, ich versuche mal von hier unten mit. Ich bin auch das. Ja genau, Tee mit Fleischeinlage. Vor allen Dingen, weil ich den so gerne dann mag. So. Ja, da unten läuft die Spinne. Oh ja, ja, ja. Ich sehe sie gerade. Beziehungsweise sie mich. Ich bin halt mutig, Entschuldigung. Ja, du bist mutig, du klopfst dich mit allem. Weglaufen bringt uns eh nicht viel, wenn wir die Kühlwürmer haben wollen. Das siehst du. Irgendwer hat mich jetzt gehauen von euch. Und welche Glühwürmchen meintest du? Da sind doch jede Menge. Da sind noch 2. Da hinten sind ganz viele, aber hier bei uns ist 1 zum Beispiel. Ah, okay. Warte mal. Irgendwas bringt mich gleich um. So, ich hab einen. Kann mich dann mal kurz jemand. Ja, kann. Ich glaube, ich war noch vergiftet. Wahrscheinlich, ja. Danke. Wir kommen, wir kommen. Halt durch. Habt ihr den Schild? Wenn sie nicht im Visier hat, könnt ihr Puck kloppen. Hey, da kommt noch eine zweite. Ach, das wäre jetzt zu.
Fast. Die ist auch crash tot. Perfekt. Da unten liegt noch eine. Sehr schön. Ich habe jetzt 5 Schuppen und ein Spinnenfang. Perfekt, den brauchen wir für die Dingsbums. Ich habe 2 Schuppen und 3 Glibber. Ja, das sieht doch schon gut aus. Könnten wir noch. Wie viel braucht ihr für eure Mützen? Für die Glühmützen? Keine Ahnung. Ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Gucke ich gerade, warte. Ich muss jetzt mein Zeugs auch schon bald wieder. 5 Leuchtglibber, Bärenleder und irisierende Schuppe, 4 Stück. Ich muss, glaube ich, mein Speer. Genau, da brauche ich auch ein Bini. Also, wir brauchen mindestens. Also, ein Bienenpelz hast du. Dann bräuchte ich noch 2. 2 Bienenpelze sind in der Kiste jetzt. Die eine hat nämlich 2 gegeben. Ja, dann brauchen wir noch einen. Plus so einen Stachel. Weil ich muss, brauche 2 für meinen Speer zu reparieren und mindestens einen brauchen wir für die Wanddeko fertig zu machen. Die war schwer ergiebig, die Biene. Lol. Was war das? Wie oft waren wir hier schon? Was hast du angetatscht? Hier, dieses Gründingsbums, nur war das dran. Also das ist, damit kannst du dein Farbschema verstellen. Ja, aber von deinem Inventar und so. Aber und wie oft waren wir hier schon? Mein Inventar verstellt sich von alleine, brauche ich kein Farbschema. Nein, du kannst da statt dem grünen Standard dann blau oder so reinpacken. Das ist, okay. Du kannst das wirklich verändern. Mirke versucht, den Tropfen zu erhaschen, oder? Nee, nicht wirklich. Aber ich wollte auf das Gras, damit ich auf den Stein hüpfen kann. Aber das hat er mir halt auch nicht getan, so. Geh mal, Sellen, geh mal auf I. Mhm. Und dann oben rechts auf OS. Okay. Rechts den Daten. Da kannst du halt dein Farbschema einstellen. Da gibt es verschiedene, haben wir schon. Aha, Nachtmodus. Ja, einmal für Nacht und einmal für Tag. Oh ja, schön. Jedenfalls war mir schon 1000 Mal in dem Ecken und jetzt kommt mir die, schreit mich dieses Ding da an. So, sind jetzt die Glühwürmer wieder alle weg, oder was? Scheint so. Keine Lust sind, mehr auf uns. Ja, sind jetzt schlafen gegangen. Supreme ist übel, das ist richtig knalliges Pink. Ich schalte die gerade bei Nachtmodus, da wir ja gerade Nachtmodus haben, kann man die gerade mal ausprobieren. Oh, toll. Manche sind ja ganz nett, aber manche. Ich hätte gerne was ein bisschen Grünes für die Nacht. Ja, wieso? Dann ist doch pink passend. Aha. Etwas, als er ihn so ein bisschen schrill anschreit. Ach, das macht sich generell auch bemerkbar, auch bei den Farben im Spiel von deinem Inventar. Das ist mir zu pinkig, was ich jetzt habe. Das ist nichts. Oh, da kommt eine Riesenspinne. Wer jetzt Bitte? Gleich in den Eingang reingeht, der hat eine Riesenspinne am Poppes. Was? Siehst du die Beine, wie sie winkt? Oh, shit. Wo denn? Ach da. Ja, nicht ins Haus. Sie soll uns jetzt das Haus kaputt machen. Ach so, nach Hausbrot. Ja. Ja, nicht unbedingt. Die könnte auf die Idee kommen, das zu zerlegen. Komm, wir schubsen so runter. Ich hab keine Ausdauer.
Sorry, ich bin doch nicht klein, ohne den kann ich schon aushalten. Ich bin gleich wieder da. Jetzt halt. Nein, heb mich mal auf. Heb mich mal auf. Bevor sie wieder hochkommt. Danke. Ich bin leicht vergiftet, glaube ich. Ja, das Problem hatte ich auch gerade. Hast du? Ich glaube, ich habe keine Feinde, oder? Ich habe nur 3 Pfeile oder so. Jetzt habe ich keine mehr. Die ist ja... Oh, jetzt ist sie ganz runtergefallen. Gefallen oder gesprungen? Lebt sie noch? Ja, die lebt noch. Die war... Ja, sie lebt noch. Sie hat jetzt meine Pfeile mitgenommen, die sie lieben. Ja, dann müssen wir sie ihr dir recht geben. So, ist es da hier ist unten? Da ist er. Nicht mehr rauf. Ja, da ist so, wo du bist. Ich genau komme. Da. Ich komme nach. Ist das eklig? Das, weil ich da oben stand und mich ein Bein angeguckt hat. Einhaariges. Und ich dachte nur so, nee. Gruselig. Sie zeigte Bein. Hast du deine Pfeile? Meine sind jetzt ganz weg, aber ich hatte ja eh nur 3. Keine Ahnung, wo ihr die geschmeißt habt. Sind wahrscheinlich da hinten dann runtergefallen. Also beim Looten habe ich keine gekriegt. Ich habe jede Menge, aber ich glaube nicht, dass es alle sind. Ja, ich glaube 5 Stück fehlen. Mhm. Ich mal gucken da unten. Nee, hier sind sie auch nicht. Ich bin ja dafür, dass wir hier ein Schild hinstellen. Kein Zutritt für Spinnen oder so. Ja, gute Idee. Dann tut sie so, als könnte sie nicht lesen. Na toll. Man kann es ja mal dumm versuchen oder so. Ja, so ungefähr. Ich hat nur eine ihrer 8 Brillen dabei, oder wie? So, habt ihr euch geheilt oder weil irgendjemand hatte ziemlich wenig Leben nur noch? Ja, ich bin 3 Viertel, aber ich heile mich mal, ja. Gibt's keinen Saft? So, jetzt ist zumindest mein Speer wieder heil, ne? Dann. Das wieder heile. Ich schlag mal vor, wir müssen da die Höhle von dieser einen suchen, die ja ständig hier auf diesen Stein rumturnt und dann zubauen. Bist du garstig? Bist du garstig? Mit Guckloch. Nee. Sie will sie dem Hungertod preisgeben, ist sie gemein. Ja, nur so ein bisschen auf Diät setzen. Ist die gemein? Ich sag's. I'm not picky. Das ist, wenn du mit den Nachbarn nicht anständig reden kannst, musst du halt ein bisschen schubsen. Ja. Ist der jetzt doof? Ich habe doch keinen Schub geholt. Ist die falsche? Schön. Ja. Hier auf der Werkbank liegen Salzpfeile, 10 Stück, die kannst du dir nehmen. Ah, perfekt, danke. Was ist das Ganze nochmal? Ich versuche meine Schuhe zu reparieren. Seile satt. Pfeile satt, oh Gott. So, jetzt hat. Erstmal noch weiter Seidenseile herstellen für die nächste Ladung. Mm-hmm.
sind aber noch nicht fertig. Was schleppt mich denn die ganze Zeit an den Giftbeutel mit mir rum? Stimmt, ich habe auch ziemlich viel, was ich nicht brauche, was ich rumschleppe. Hm. Ist auch gar nicht den hinpacken soll. Ah, da ist was. Hm. Also ich bilde mir das ein, dass das neu ist, dass wir jetzt an den Vorratskörben ein Schnelleinlagern haben. Wir haben doch immer die Taste dafür gesucht. Das geht übrigens, ja, das ist neu. Das geht übrigens auch fürs Bauen. Du kannst, wenn du alle Sachen im Inventar vorhanden sind, dann brauchst du nur die E-Taste länger drücken und dann wird alles zusammen eingebaut. Da musst du nicht mehr Stückchen für Stückchen klicken. Ja, aber das mit dem Einlager von den Körben, das finde ich klasse. Endlich hast du mal schnell deinen Rucksack leer und musst nicht immer tun, wie blöd. Und dann geht dann wieder Mautzen hinten dran aufräumen. Nennt das Zeug da ist, wo sie es erwartet. Ja, zum Beispiel, wo sind jetzt die Fliegenpilz? Ah, ich hab's da schon. Status abgeschlossen, warum kann ich die nicht abnehmen? So, jetzt. Jetzt machen die nämlich jeweils. Also ein Stück aus einem Stück Fliegenpilz kriegst du 10 Pilzbreie. Schön. Und aus den kleinen halt nur einen. Spinnenfang. Ich wusste, ich brauche noch einen Spinnenfang. Also ich habe eben auf jeden Fall einen gelootet. Da sind jede Menge noch da. Spinnenfang. 4 oder 6 Stück oder so. 12. Wie ist denn das? Brauchst du jetzt noch eine Biene? Ja. Die sind nämlich hier schwer am neugierig gucken. Ich komme. Gerade nochmal. Was wär's am Gucken? Bienen. Die sind gerade am Fliegen. Eine war so nah gekommen, dass ich sie. Ja, die kommen doch ab und zu sich hier am Boden reiben. Oder hinterm Haus machen sie das auch als. Ich guck mal, ob hinten eine ist. Nee. War zu schnell. Da ist nichts. Auf dem Dach ist aktuell auch nichts. Okay. Die riechen das. Nicht. Die ahnen, dass wir sie haben wollen. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir es mit der Biene beim nächsten Mal. Oder wir müssen halt zum Tisch rüber. Aber das wäre auch. Oh Mann, da ist ja schon wieder so eine große Spinne. Was? Wo? Ja, da schlafen ja 2. Ja, die geht jetzt, da hinten irgendwo. Die geht jetzt schlafen. Ja, kommt ein Stück zurück. Da hinten irgendwo ist ein Blumentopf und da schlafen immer 2. Ah, okay. Ist jetzt gerade eben irgendwas Leckeres. In der Nähe von dem Grill, der dort steht, da sind immer 2. Machst du jetzt? Versucht die Biene anzuschießen. Ja. Wenn die in die Kurve geht, das ist mir zu schnell, dann kriege ich das nicht hin. So.
Ja. Die werden ja jetzt sehr langsam wach. Die stand eben so schön still, ne? Aber die ist viel zu weit weg. Der Herr hier hat schon gemeckert, der will Feierabend machen. Ich habe nicht gemeckert, ich habe nur Bescheid gesagt. Bescheid. apropos, habt ihr eure Spawnpunkte gesetzt? Nein. Gut, nein, gute Idee. Danke. Gesetzt. Ja. Das war. Ich mach dir immer die Tür zu. Ja, weil damit niemand reingeht. Also niemand, der nichts da zu suchen hat. Das macht da man so. Das. Normale Leute machen die Haustür zu. Ja, die Spinne. Das ist so nervig, putzt, dass jemand die Tür zumacht. Die Spinne putzt sich nie die Füße ab. Ja, wer muss putzen, wir? Die kommt doch gar nicht rein, die Spinne. Ja, wie zugemacht, das machen normale Leute. Wir sind keine normalen Leute, wir sind geschrumpfte Leute. Dass du das nicht bist, da sage ich jetzt nichts dazu. Übrigens ist oben am Dach. Nee, komm ich nicht hoch, warum nicht? Jetzt. Oh, Süße. Was ist hier? Na, Bienchen. Ja, aber bis sie, die ist. Die kannst du nicht anschießen. Die sind so schnell wieder weg. Warte mal, doch, bei der kann ich es versuchen. Ach, zu tief. Guck mal. Nee, schießt du nur. Die hat genau gewartet, bis der Pfeil unter ihr war. Dann hat sie einen eleganten Schlenker nach oben gemacht. Ja, ja, klar. Das sah jetzt so geil aus. Okay. Ich mach aber lieber unten. Warum? Weil ich letztens beim Spiel auch irgendwo drauf gestanden habe und beim Einlocken ist das unter mir einfach wuscht. Oh, okay. Das war dann, ja, hoch. Gutchen, Kinas. Wir müssen für heute da, ne, und so, ihr kennt das ja, Dienstag. Schön, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt und so weiter und wir hoffen mal, ja, morgen ist Mittwoch, dann geht's ganz normal um 9 Uhr los. Wenn nichts dazwischen kommt, ihr kennt das Thema, den notfalls im Discord im Auge behalten. Ansonsten macht's euch gut, macht's euch schön, lasst euch nicht stressen und euren Tee nicht klauen. Und ja, bis dann. Ciao, ciao. Schönen Tag, schöne Woche. Ja, von mir auch schönen Tag, schöne Woche. Ich muss dabei auch ankündigen, nächste Woche, Dienstag, müsste das leider nochmal ausfallen, weil ich vormittags einen Zahnarzttermin habe. Da war was. Wurzelbehandlung, da freue ich mich schon drauf. Nein, das ist nicht ganz so schlimm, weil da war schon mal eine Wurzelbehandlung, die sollte nur nochmal wiederholt werden, damit der Zahnarzt ganz sicher ist, dass da dann alles okay ist. Aber lässt sich leider nicht verhindern und ansonsten wünsche ich euch auch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und macht's gut.